So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Samstagabendstream mit eurem lieben Uli. Hallo, wie geht es euch? Schön, euch zu sehen, Freunde. Hier ist, was ist denn hier los? Ah, ist die falsche Maus. So, erstmal die erste Frage. Habt ihr Bild? Habt ihr Ton? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Hier im Chat geht es ja schon richtig gut ab. Der Lars ist da. Oh, die Mütze ist ja voll dreckig. Egal. Ich behalte sie auf. Ist nämlich meine Kultmütze. Der Lars ist da. Xefir, dann Hennig 2008 ist wieder da. Xima Monster, Spirit LOL. Das ist der Micha. Und Ruki Zuki 12345. Der liebe Sebastian ist auch da. Und Noribert ist auch da. Sehr schön, Freunde. So, heute geht es weiter mit Star Citizen. Während ich hier nochmal ein wenig Namen studiere und so weiter. Und wir werden heute uns einen neuen Patch angucken. Boah, wenn ich hier eine Excel-Tabelle anmache, dann macht der Weißabgleich meine Birne voll rot. Das ist ja krass. Ich muss sie gleich wieder zumachen. So, ich bin heute ein wenig... Hä, habe ich ihn gar nicht drin? Habe ich den Hennig gar nicht drin, oder? Ach nee, das ist noch eine alte Version von der Tabelle. Ist noch eine alte Version von der Tabelle. Tut mir leid. So. Jetzt mache ich den wieder auf Vollbild. So, und dann geht es heute weiter mit Star Citizen, Freunde. Ich habe sehr lange noch durchgemacht oder fast durchgemacht heute, weil ich noch sehr viel gegrübelt habe wegen der ganzen Sache mit WoW, Freunde. Und ich habe mir auch viel und oft noch das Video angeschaut von gestern mit Red Dead Redemption und fand eigentlich beide Videos total gut. Die sind jetzt schon auf YouTube hochgeladen, aber es ist mir auch wichtig, dass es euch auch gefällt und da habe ich mir echt mega lange noch Gedanken gemacht. So, Confirmation. So, wir müssen erstmal hier einen neuen Char machen und wir haben einen neuen Patch bekommen, wir können uns unseren Start Spaceport aussuchen und jetzt ist ganz wichtig zu wissen für euch, wir haben einen neuen Patch, und zwar Patch 3.9. Es gibt heute viele, viele, viele neue Dinge zu sehen in Star Citizen. Wir werden einen neuen Raumhafen besuchen oder eine neue Indoor-Stadt besuchen, und zwar New Babbage. Habt ihr Game Sound? Könnt ihr alles hören? Ist alles fein soweit? Dann würde ich das hier mal Visit Location. So, mal gucken, wer alles da ist. Es ist im Moment noch niemand von euch online. Aber wir werden uns nachher direkt wieder verbinden, Freunde. Und ich hoffe, dass er jetzt alles gut macht und keine Probleme bereitet. Kann sein, vielleicht muss ich mal Alt-Tab machen. Bild und Ton ist da. Das Spiel ist für mich neu. Ist das so ähnlich wie Star Wars? Das ist eine gute Frage. Da können wir gleich richtig viel erzählen. Und nachher kann der Micha auch ganz viel erzählen, der auch mitfliegt. Die Mütze ist voll dreckig, hey. Warte mal, ich nehme eine andere. Helen meint, das wäre egal. So, das ist eine gute Frage mit dem Spiel. Also das Spiel geht zurück auf das erste PC-Spiel, was letzten Endes dem PC als Gaming-Plattform etabliert hat. Und zwar das Spiel Wing Commander. Sagt ihr das was? Das ist schon uralt. Das ist das erste PC-Spiel, was ich gespielt habe. Das war im Jahre 1992. So, jetzt muss ich doch mal Alt-Tab machen und hoffen, dass er mich dann hier, dass er mir Bild gibt. So. Jetzt müsste das Bild hier kommen. So, da haben wir es. Sehr schön. Hallo Feiger, schön, dass du da bist. Sagt dir das Spiel Wing Commander was? Oder hast du davon schon mal was gehört?
Jedenfalls sagt mir auch nichts. Mein erstes PC-Spiel, was ich gespielt habe, war das erste Command & Conquer. Das war mal was. Ja, also das erste, ich mache mal das Bild wieder so, bevor wir, weil ich möchte hier nichts verpassen, Freunde, bei New Babbage, weil wir haben hier ein, oh, wir haben auch Glück, wir haben Tag. Sehr schön. Ich join dir mal, ich versuche es. Gut, ich drücke dir die Daumen, Micha. Also, wie gesagt, der Schöpfer von Wing Commander, Chris Roberts, das war das erste PC-Spiel, was so richtig den PC zur Gaming-Plattform gemacht hat. Ist schon sehr lange her, war mein erstes PC-Spiel auch. Deswegen habe ich mir auch einen PC gekauft und deswegen habe ich letzten Endes den Weg zum PC gefunden. Und wenn man es jetzt mal zu Ende denken will, deswegen arbeite ich auch mit Computern und habe meinen Job und so weiter. Das kommt alles von diesen Games. Dieser Typ, der das damals erfunden hat, Chris Roberts heißt der hat eine Vision gehabt, ein ultimatives Space-Spiel zu machen. Und das ist Star Citizen. Und dieses Spiel, weil er sich unabhängig machen will von irgendwelchen Studios oder von irgendwelchen Leuten, die ihm sagen, das Game muss dann und dann fertig sein und so. Dieses Spiel ist komplett crowdgefundet. Das bedeutet, die Leute, die es spielen, bezahlen die Entwicklung selber. So, und angefangen hat das, glaube ich, wann war das? Muss ich mal echt überlegen. 2011, 2012 müsste das gewesen sein. Ist schon wirklich sehr lange her, sehr lange in der Entwicklung, mindestens 8 Jahre. Und ich kenne es auch schon seit 8 Jahren. Ich habe vor 8 Jahren die ersten Videos gesehen und bin vor 7 Jahren ungefähr eingestiegen. Und das Prinzip ist so, dass man sich eben ein Raumschiff kauft oder so ein Game Package. Damit unterstützt man das Spiel und von dem Geld könnt ihr das Spiel entwickeln. So, und auf jeden Fall haben die, glaube ich, jetzt 280 Millionen mittlerweile gesammelt, sind damit das erfolgreichste Crowdfunding-Projekt, was es je gegeben hat. Und ich glaube, das Spiel ist auch mittlerweile teurer als Star Wars Episode 9 oder Star Wars Episode 8. Auf jeden Fall ist es ein ganz schöner Knaller. So, so viel mal dazu. Vielleicht hören wir nachher noch ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir, wie gesagt, einen neuen Patch. Und zwar Patch 3.9 mit, ich hoffe, dass es nicht zu laggy ist. Bei mir war es im Test, bei den Testaufnahmen war es immer sehr flüssig. So. Wir haben jetzt einen neuen Patch. Und das bedeutet, wir sind hier auf dem Planeten Microtech. Das könnt ihr da hinten auch sehen. Microtech steht da fett auf dem Turm. Und diesen Planeten konnten wir bisher und haben wir bisher auch besucht. Wir sind darauf gelandet, wir waren darauf spazieren und so weiter. Und jetzt gibt es eben hier, könnt ihr sehen, da unten fährt eine kleine Highspeed-Bahn, diese gelben Punkte. Jetzt kann man auch wirklich die Städte besuchen auf diesem Planeten. Da hinten, was da so blinkt, das ist der Raumhafen, der Spaceport von Microtech, von New Babbage. Und wir sind jetzt hier in einem Wohngebiet im Prinzip oder im Prinzip im Stadtgebiet und schauen uns heute mal alles ganz genau an. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken und wahnsinnig viele Dinge, die super cool sind. Ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass die Performance passt. Ich habe bisher nur ruckelige YouTube-Videos gesehen. Die Mel ist auch da. Hallo Mel, schön, dass du da bist. Ich habe bisher nur Videos gesehen auf YouTube, die ziemlich ruckelig sind. Bei mir lief es eigentlich ganz gut. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn ich das Ganze streame. Deswegen drückt alle mal die Däumchen. So, das müsste Malefiso has invited you. Warte mal, jetzt muss ich, glaube ich, wieder Ü drücken. Ah, jetzt sind wir in einer Party drin. Sehr schön. Also ich bin mit Micha schon in einer Party. Das ist gut. So. Wir rufen mal den Aufzug. Ah ja, genau. Und ich muss ein paar Einstellungen noch vornehmen. Und zwar den allgemeinen Chat. Den möchte ich ausblenden, damit wir den nicht permanent sehen. So, General, das sind die
Liefermission. Jetzt mache ich hier den normalen Global Chat. Den blende ich mal aus. So, der ist jetzt weg. Und hier habe ich mal die Party. Ich hoffe, dass der Micha... Bist du schon auf dem Server, Micha? Okay, jetzt sind wir hier in der Party im Chat drin. Das ist gut, aber ich glaube... Aber ich glaube, man sieht ihn noch nicht. Ich höre Stimmen, Freunde. Ich höre einen... Ich höre jemanden Italienisch sprechen. Das ist ja sehr weird. Warte mal. Und ich frage mich, warum der Aufzug nicht kommt. Es ist ein bisschen komisch. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gerufen. Cyanid Fan ist jetzt Follower. Vielen, vielen Dank, Cyanid Fan, für deinen Follow. Und sorry, wenn das Mikrofon ein bisschen überpegelt. Ich habe es ein wenig hochgeregelt für Star Citizen. Ich empfehle dir, den Helm-Hotkey zu setzen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist mir auch zu kompliziert, mich ja jetzt im Stream. Da müsste ich mich zu lange durch. Das Voice-System ist verbuggt. Man hört Stimmen über das ganze System. Oh, scheiße. Moment, dann werde ich auf jeden Fall die Voice-Geschichte mal ausschalten. Weil sonst hört man mich ja systemweit labern, Freunde. Connect to Audio Channel. Machen wir jetzt direkt wieder aus. So, wir sind bei ihm, bei Micha in der Party. Audio Channel habe ich jetzt, glaube ich, überall deaktiviert. So. Das geht schnell. Einstellungen, Tastatur nur setzen. Ja, warte mal. Aber jetzt würde ich gerne erstmal aus dem Wohnbereich rauskommen. Eins nach dem anderen. Ich kann nicht Tasten neu belegen und mich hier nicht gleichzeitig von der Stelle bewegen. Das ist mir ein wenig zu viel. So, warum kommt der Aufzug nicht? Kommt das öfter vor, dass der bescheuerte Aufzug nicht kommt? Vielleicht dauert das ein wenig. Vielleicht muss ich hier stehen bleiben. Aber das habe ich bisher noch nicht festgestellt. Ansonsten gehe ich einfach mal vom Server einen anderen Server nehmen. Habe ich mir nämlich auch gedacht. Dann gehen wir hier mal kurz raus und nehmen einen anderen Server, Freunde. So. Kann auch sein, dass echt viel los ist. Jetzt am Samstag werden bestimmt viele Leute Star Citizen spielen. Das ist ja auch klar. So, wir sind hier wieder drin. Party, Malefiso, Sledge Laserbrain. Das sieht alles sehr gut aus. Und der Micha ist auch im PU, im Persistent Universe. Könnt ihr hier sehen. Das passt eigentlich alles soweit. So, jetzt join ich wieder neu. Oder wie join ich denn jetzt den Micha? Warte mal, Friends. Cannot join Server. Der Server von Micha ist full. Und die zweite Option, remove from Friends. Nein, das machen wir natürlich nicht. Also dann machen wir, ich versuche einfach zu connecten. Und ich hoffe, dass ich einen Server habe, der ein wenig leerer ist. Sehr spannend. Ich habe mir ein wenig schon New Babbage angeguckt. Ihr werdet sehen, der Micha hat mir auch schon erzählt. Der hat gesagt, hey, du wirst da Sachen zu sehen bekommen. Da werden die Zuschauer komplett begeistert sein. Und ich muss sagen, er hat recht. Also es ist wirklich unfassbar. Aber wir müssen erstmal... das ist eben nochmal eine wichtige Info für Hennig. Das Spiel ist eben eine Alpha. Es ist noch nicht released. Wir sind im Prinzip noch mitten in der Entwicklung. Und die ganzen Leute, die das Spiel
letzten Endes bezahlen und supporten, werden immer über YouTube-Videos und über die eigene Webseite, über Twitter, über alle möglichen Sachen, Instagram und so weiter, über die Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. So, nächster Versuch. Ah, es läuft, glaube ich, flüssiger. Ja, es läuft besser. Und wir haben auch Tag. So, dieser Server ist definitiv besser. Das ist geil. Das Spiel läuft jetzt genauso mit Facecam wie ohne. Das ist perfekt. Das ist das, was ich wollte. Ein paar Ruckler gibt es immer. Das ist normal. Das liegt eben daran, dass es eine Alpha ist. So, jetzt hoffe ich, dass der Aufzug sofort kommt. Dann ist das mein Server. Oh, hier, Aran Barador ist da. Namens New Babbage ist echt der Hammer. So, dieser Aufzug funktioniert. Perfekt, Freunde. Und jetzt ist alles Bene. Jetzt können wir uns das Ganze hier anschauen. So, ihr seht, dieser Hotelblock, den wir haben, der hat einiges an Stockwerken. Ich habe am Anfang, als ich mir das Spiel angeschaut habe, nur diese Stockwerke gesehen, 10 bis 5. Und habe dann jedes Stockwerk besucht und dachte dann, wo ist hier der Ausgang? Weil ich nicht geschnallt habe, dass man hier scrollen kann. Wir müssen hier die Lobby auswählen. Zuerst scrollen und dann die Lobby auswählen. Und dann kommen wir im Grunde aus dem ganzen Hotelbereich raus. Und betreten jetzt gleich eine Vorhalle. Ich lasse mir bei allem mega viel Zeit, ganz wichtig. Und ihr kennt das auch von Star Citizen, ich finde es wieder mega geil. Die ganzen Leute hier, das ist alles so richtig schön buggy. Ein paar sitzen, so wie sich das gehört, und der Rest steht einfach auf der Chaise drauf, so wie sich das gehört, mit schmutzigen Stiefeln. Aber die Figuren, die ganzen NPCs, sehen ein wenig geiler aus, aber jetzt gehen wir mal wieder schön zurück und gucken uns erstmal diese Vorhalle an. Das ist die Vorhalle zu diesem Hotelkomplex oder zu diesem Wohnkomplex, den wir gerade gesehen haben mit unserer kleinen Hütte, wo wir gespawnt sind. Hier ist ein Rezeptionist, eine Rezeptionistin, die ihre Finger durch den Bildschirm steckt. Das ist auch noch ein wenig Alpha. Das ist mir auch aufgefallen in einem YouTube-Video. Und ansonsten ist hier alles wunderschön gemacht. Distinguierte Herrschaften, die sich hier schöne gepflegte Pflanzen im Weltraum anschauen. Das ist aber neu. In der PTU saßen die alle, glaube ich. Also bei mir, witzigerweise, stehen die alle. Ich habe gestern auch mir das schon ein bisschen angeguckt. Und da saßen auch alle. Aber heute, bevor ich gestreamt habe, haben sie einen kleinen Patch nachgeschoben. Und das war auch relativ heftig. Ich wollte im Prinzip anfangen zu streamen. Und dann habe ich gesehen, jetzt wird erstmal 500 Megabyte Update runtergeladen. Und dann dachte ich, oh nein, hoffentlich passiert jetzt nicht irgendeine fiese Scheiße. Ich vermute aber, dass das mit diesem kleinen Update zu tun hat. Und jetzt, wo ich den Kollegen hier sehe, der hier so rumsitzt, fällt mir gerade auf, das ist ein Spieler, definitiv. Das ist kein NPC, sondern ein Spieler. Jetzt, wo ich den Typen hier so sitzen sehe, fällt mir auf, ich muss erstmal gucken, ob ich meine ganzen Klamotten überhaupt noch habe. Und ihr seht, ich habe die normale Standardklamottage. Ich vermute aber, dass ich meine ganzen Sachen, die ich mir gekauft habe im Laufe des Spiels, noch habe. Und jetzt werde ich erstmal alles wieder anziehen. So, und hier seht ihr es zum Glück. Ich bin happy. Es ist nichts verloren gegangen. Ich habe ja eine schöne Kombination gehabt. Auf jeden Fall einen gelben Andershut. Ihr wisst ja, das ist meine Lieblingsfarbe. Und jetzt machen wir den Rest dazu. Ich glaube, das war dieser Helm. Den habe ich noch ganz neu gekauft. Vorher hatte ich immer den grauen. Und jetzt nehme ich immer einen zweifarbigen. So, Torso, da haben wir den coolen Rucksack. Das ist der Grund, warum ich auch den gelben Andershut habe, damit das einfach zum Rucksack passt. So, jetzt haben wir die Dust Up Desert Arms, genau.
und dann noch die Dust Up Desert Legs. So, damit ist mein perfekter Star Citizen Char wieder so, wie er sein soll. Ich traue mich noch gar nicht einzuloggen. Hoffe, dass die Kohle und alles noch da ist. Ja, ich kenne das. Ich kenne das Gefühl. Also meine Kohle ist noch da. Ich muss aber auch sagen, ich hatte nicht so besonders viel. Und meine Klamotten sind auch noch da. Also wie ihr seht, das hat funktioniert. Jetzt lege ich noch meine Knarre an. Und zwar die, die ich hatte. Ich hatte ja immer hier, das ist ja die normale, die wir jetzt haben, die Arclight Energy, die hängt hier an der Seite. Und ich habe ja eine fette Behring S38. So, und die ganzen Gewehre. Okay, das hat er genommen. Die ganzen Gewehre sind auch noch da. Mein fettes SMG ist noch da. Meine Rifle. Und meine Ballistic Sniper Rifle ist auch noch da. So, das ist alles noch da. Die P8 ist auch noch da. Die Vorschaubilder, glaube ich, stimmen nicht. Aber ich glaube, das ist okay. Welches Ding nehme ich da? Ich glaube, ich nehme die P6. Ich glaube, ich nehme die. Und dann hoffe ich, dass der ganze Schmöck es jetzt nicht beim Speichern abraucht. Warte mal, ich mache mal die Kamera weg. Er hatte hier immer noch ein Ausrufezeichen. Naja, egal. Ich mache das mal weg. Jetzt müsste eigentlich meine Knarre hier hängen. So, sehr schön. Ihr seht, man kann das ganze Spiel in Third Person spielen. Aber das richtige Gefühl kommt natürlich auf bei First Person. So, jetzt mache ich den Chat wieder weg. Denn wir haben ja gesagt, den Global Chat, den will ich nicht immer im Visor haben. So, und ich glaube, mein Audio-Channel, wenn das durchgestrichen ist, bedeutet das, glaube ich, auch, dass ich nicht auf Sendung bin. So, jetzt müsste alles okay sein. So, so muss es sein, so will ich es haben. So, Freunde, wir sind jetzt bereit für unsere Erkundungstour durch New Babbage. Wir haben unsere Klamotten an, wir sehen super aus. Wir haben unsere Knarren dabei. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Ich glaube, unsere Kohle ist auch noch da. Das kann sein, dass im Laufe, das war bei mir gestern so, wenn man ein wenig sich durch die Gegend bewegt, dann ist die Kohle plötzlich weg. Dann hat man plötzlich sein Startgeld, ja, was auch ganz okay ist. Es ist aber ungefähr die Hälfte von dem, was ich jetzt habe. Und aus irgendeinem Grund, wenn man ein wenig rumläuft, dann wird die Knete plötzlich enge. So, wir kommen hier aus dem Hotelbereich raus in eine Vorhalle mit wunderschönen Kunstwerken. Und ihr könnt sehen, wie scharf hier die Texturen sind. Sogar das Schild kann man lesen, Freunde. Ein Aluminiumteil. Okay, solche Kunstwerke gibt es bei uns auch. Aber selbst in der Zukunft von Star Citizen, wie der mich anguckt. Wie schaut der denn? Das ist aber mein Blick hier. Cool. Die haben ja die NPCs ganz schön smart gemacht, so wie es aussieht. So einen Blick habe ich noch gar nicht gesehen. So, ich mache wieder ein bisschen Speed rein. Und dann gucken wir uns diese Halle an. Überall natürlich viel Grünzeug. Damit das Ganze auch wohnlich ist. Und ich glaube, man kann hier auch drauf gucken oder drücken. Genau, hier wird auch beschrieben, was für eine Pflanze das ist. Wir haben jetzt hier eine Growing the Plants of Tomorrow. Hier werden neue Pflanzen gezüchtet. Und das hier ist eine Haldor-Lily, also eine Haldor-Lilie. Ja? Eine Lilie der Zukunft, Freunde. Ganz schön großes Ding, ja. Der hier, der interessiert sich überhaupt nicht für die Pflanzen. Wahrscheinlich sitzt er hier auch schon einen halben Tag und wartet, dass jemand da hinten aus dem Hotel kommt. Und auf mich hat er offensichtlich nicht gewartet. So, hier ist wieder das Gleiche. Dann vielleicht ist es doch kein Spieler. Die NPCs haben sie ein wenig aufgebohrt. Und hier seht ihr mal wunderschön die Skyline von New Babbage, Freunde. Das
ist das, was uns draußen erwartet, wenn wir rausgehen. Espire Grant. Ich frage mal diesen Typen. Den kann ich noch nicht ansprechen. Da passiert noch gar nichts. So, hier haben wir eine kleine... Was läuft jetzt? Oh krass, wir sind... Wahrscheinlich ist ja gerade ein Raumschiff drüber geflogen. Aber das gehört ja auch dazu. Wir sind ja auch auf einer Station. Oder wir sind ja auch in der Nähe eines Raumhafens. So, Freunde. Jetzt schauen wir hier mal ein wenig weiter. Ich bin begeistert, das Spiel läuft ganz gut. Ja? Es ruckelt weniger als bei anderen Videos, die ich gesehen habe. Ich habe meinen Rechner lieb. Ja? Ihr wisst, meine CPU ist nicht mehr die jüngste. Und ich bin immer ein großer Verfechter von meinem Computer. Und bin immer froh, wenn das dann der Welt immer noch zeigt. So, wir haben hier jetzt die Möglichkeit. Hat einen netten Eindruck. Wer hat einen netten Eindruck? Hier, der Daniel ist da. Guten Abend zusammen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Und willkommen zurück bei Star Citizen. Wir schauen uns gerade den neuesten Patch an. Patch 3.9 mit der neuesten Stadt, die es gibt in Star Citizen. Ein neuer Meilenschwein, was Grafik angeht und was die ganzen Features angeht, die im Spiel drin sind. Jeder Raumhafen, der neu ins Spiel kommt, wird immer ein bisschen geiler. Und das ist der Grund, warum Star Citizen so lange läuft in der Entwicklung. Immer wenn etwas Neues gemacht wird, setzt das den neuen Maßstab für die Entwicklung und ist dann die Vorlage für alles andere, auch für die Dinge, die es schon gibt. Und New Babbage setzt im Prinzip die Messlatte sehr, sehr, sehr hoch. Ja, und das klingt nach einer großen Änderung durch den Patch. Es ist eine große Änderung. Also erstmal hier dieser Raumhafen, den gucken wir uns jetzt an. Und dann gibt es noch viele, viele andere Änderungen. Ihr wisst, es gibt in Star Citizen ja ein Crime-System. Das bedeutet, man kann im Prinzip, wenn man andere Spieler tötet oder beraubt oder wenn man sich generell nicht richtig verhält, bekommt man ja einen sogenannten Crime-Stat. Und jetzt ist es so, wenn man einen Crime-Stat hat, dann wandert man in den Knast. Ja, man wandert ins Gefängnis. Vielleicht passiert uns das heute im Stream auch. Ist das vergleichsweise wenig, das sich da geändert hat durch den Patch? Kann ich ja schlecht einschätzen. Es hat sich relativ viel geändert. So, wir gucken uns hier mal diese Karte an, Freunde. Wir befinden uns jetzt hier, ich glaube, bei Espire Grant, bei diesem Teil. Und es gibt noch The Commons und New Babbage Interstellar Spaceport. So, wir werden jetzt erstmal... Hier könnt ihr das sehen. Hier geht es zum Spaceport. Wir werden jetzt zur anderen Seite gehen und uns erstmal The Commons ansehen. Obwohl The Commons ist so geil, da hätte ich, glaube ich, gerne den Micha dabei. Deswegen gehe ich, glaube ich, doch zuerst mal zum Spaceport. So, der nächste Train arrived in 3 seconds. Da kommt er schon. So, wir stellen uns wieder ganz vorne hin. Und jetzt, wenn der Zug losfährt, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Erstmal was die Grafik angeht und vor allem auch was den Speed angeht. Ihr müsst euch mal reinziehen, wie schnell dieser Zug gleich losfährt. Das ist nochmal eine andere Hausnummer wie das, was wir bisher gesehen haben. So, und jetzt fahren wir hier hinten Richtung Raumhafen und da oben drin in diesem Teil, ungefähr da war unser Hotel. Von da haben wir eben rausgeschaut. Und jetzt geht es volle Kalotte zum Spaceport, Freunde. Und wir haben Glück, wir haben Tag. Man kann hier natürlich auch, während das Ding fährt, rumlaufen. Das macht den Rechner natürlich fertig, das ist klar. Ich mache es trotzdem. Normalerweise sollte man im Zug stehen bleiben. Aber ihr seht, auch das geht. So.
nicht mal meine Birne wieder ein? Damit ihr nicht das Gefühl habt, dass ich weg bin. Zarter Bärster, hallo Carlos. Schön, dass du da bist. Willkommen zurück bei Star Citizen. So, wir sind an einer neuen Haltestelle hier. Und zwar bei der Haltestelle New Babbage Interstellar Spaceport. Ja, ihr könnt das jetzt sehen. Jetzt sind wir hier. Wir sind gerade diesen Weg gefahren von Aspire Grand da lang. Und da hinten ist The Commons. Genau, das ist hier. Und hier ist im Prinzip das Vergnügungsviertel. Das werden wir uns alles angucken. Aber wie gesagt, das ist super, super geil. Das möchte ich mir noch ein wenig aufsparen. Es ist aber schon so, dass der Weltraumhafen auch schon der absolute Hammer ist. Wird Star Citizen ein Abo-Modell beim Release oder ist das noch nicht klar? Ich weiß es noch gar nicht so genau. Vielleicht kann uns der Feiger dazu was sagen. Ich behaupte nein. Denn bisher ist das Modell von Star Citizen, dass man sich eben Raumschiffe kauft und sich so im Prinzip ins Game einkauft und auch wahrscheinlich so auch im Game bleibt. Vielleicht gibt es später ein Abo-Modell im Sinne von ich zahle meine Versicherung und so weiter. Keine Ahnung. So, wir sind jetzt im Moment bei MT Metro Loop, könnt ihr sehen. Current Floor und jetzt gehen wir zu NBIS Terminal. Sprechen geht aber noch nicht, später erst. Kein Problem, Micha. Gedacht ist ein Nein, aber mal schauen, ob sie dann vorhaben, es zu finanzieren. Und Feiger kann auch noch nichts dazu sagen. Also Markus meint, dass es keines gibt. Aber es ist noch nicht ganz klar. Es ist einfach so, ihr müsst euch Folgendes überlegen. Ich habe ja mal gedroppt, wie viel Kohle ich schon in dieses Spiel gesteckt habe. Und es ist jedenfalls mehr als für jedes andere Spiel. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, dass die Leute, die Star Citizen supportet haben, die dafür gesorgt haben, dass das Spiel entwickelt wird, dass es diesen Stand jetzt hat, nichts dagegen haben, wenn sie monatlich etwas bezahlen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das auch weiter so finanzieren würden. Und ich denke mal, wenn die ein Abo-Modell einführen würden, dann wäre auf jeden Fall gewährleistet. Der Plan ist ja, das Spiel 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre am Leben zu halten. Ich vermute mal, dieses Spiel wird es geben, solange Chris Roberts lebt. Und der Mann ist, glaube ich, so alt wie ich oder vielleicht ein bisschen älter. Vielleicht ist er 50, vielleicht ist er Mitte 50, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, er ist noch in seinen besten Jahren, ja, der ist noch mitten in seinem Leben. Das heißt, dieses Spiel wird uns noch sehr lange begleiten. Und wenn man dann überlegt, dass man dafür, keine Ahnung, 10 oder 20 Euro im Monat zahlt, damit eben das Ganze in einer total geilen Perfektion weiterläuft. Ich glaube, die meisten Leute sagen dann, ja, da sind wir dabei, das machen wir. Aber wie gesagt, geplant ist es nicht. So, Micha meint, warte mal, ich begrüße erstmal die Leute. So, während wir uns mal hier postieren. Erstmal Semila ist da. Hallo Semila, schön, dass du da bist. Dann der Carlos fragt, wann soll das Spiel rauskommen? Das ist die Frage aller Fragen. Also wenn man sich mal die Roadmap anschaut von dem, was bisher geplant war, wann das Spiel, ich mach mal meine Birne weg. So, wir kommen hier im Prinzip, wir sind am Spaceport. Ja, ich zeige das nochmal so. Dann kommen wir hier durch diesen wunderschönen Tunnel und guckt euch diese Details an, ja. Allein diese ganzen Tafeln an der Wand, diese Pflanzen, diese ganzen wunderschönen Details, sage ich jetzt schon fast, Details. Das heißt, diese ganzen Bodentexturen, diese ganzen Symbole auf dem Boden, New Babbage legt einfach nochmal eine Schippe drauf, was Genauigkeit und so weiter angeht. Und hier seht ihr auch, das ist auch eine neue Sache jetzt in Patch 3.9, da werden wir gewarnt vor dem Wetter. Cold Weather Warning. Visitors should be aware that Microtech has colder than average
weather conditions. Protective clothing should be worn when venturing outside. Das bedeutet im Prinzip, die Besucher von Microtech sollten sich bewusst sein, dass das Wetter hier kälter ist als auf normalen Monden und Schutzkleidung wird dringend empfohlen, wenn man sich draußen rumtreibt. So, Slink69, moin Citizen, hallo Slink69, schön, dass du da bist und hallo lieber Ceborelius, guten Abend, schön, dass du da bist. Verzeiht mir bitte, ich habe eine veraltete Excel-Tabelle da hinten auf meinem Arbeitsnotebook. Ich mache jetzt diesen, warte mal, ich mache hier, wir wollen transparent sein. Ich mache jetzt, warte mal, das, so. Und jetzt blende ich mal, ach nee, ich komme da gar nicht rein. Thomas. Nee, Alexander. Zeroboil war Thomas. So, hallo Alexander. Schön, dass du da bist und verzeih mir, dass im Zuge von alles neu und alles gehypt mir nicht direkt dein Name eingefallen ist. Tut mir sehr, sehr, sehr leid. So, hallo Alexander. Ich denke mal, eine deutsche Übersetzung wird es mit dem Release dann auch geben, oder? Lokationen kommen später und ja, Deutsch ist mit dabei. Habe ich mir fast gedacht. Also es ist so. Wir haben ja gestern den Fall gehabt, da konnte ich richtig zuschauen, wie die Zuschauer so langsam weggehen. Wir haben ja gestern Red Dead Redemption 2 gespielt. Und das Spiel ist ja wirklich extrem dialoglastig. Da ist ja im Prinzip jede Quest im Prinzip ist ja vertont. Ich gehe mal davon aus, dass im Persistent Universe von Star Citizen viel weniger gesprochen wird als zum Beispiel bei GTA 5 oder bei Red Dead Redemption. Deswegen, und es wird ja auch gesagt, das Spiel soll übersetzt werden. Es wird nicht so viel Arbeit sein wie bei einem Spiel wie Red Dead Redemption, weil das Spiel kann man definitiv nicht übersetzen. Es wäre viel zu viel Arbeit, weil es viel zu viel eingesprochener Text ist. Aber ich glaube, bei Star Citizen müsste es gehen und der Singleplayer Squadron 42, der wird auf jeden Fall auch auf Deutsch sein. So, wir haben einen neuen Zuschauer, Sean Cool kommen. Moin Leute, ich habe vor 7 Jahren gehypt für SQ42 gebackt. Das ist der Singleplayer, wie gesagt. Squadron 42 heißt das. Das heißt, wir werden zu dieser PU, zu diesem Persisted Universe, ich muss mal gucken, dass ich die richtige Maus nehme, wir werden auch ein Singleplayer bekommen. So. Das sieht einfach wunderschön aus hier. Wunderschön. So, Sean Cool Com hat vor 7 Jahren gehypt für SQ42 gebackt. Das bedeutet, er hat sich ein Game Package gekauft, das nennt man Becken, weil ich einen Mass Effect mit mehr wollte, aber mit mehr Explore, mit kompletten Schiffen, cineastischer Kampagne und Interaktion zwischen Star Citizen und SQ42 haben die durch den Universe Simulator oder wie der heißt, so im Jahr 8 und aufgrund der abgesagten Sitcom frage ich mich, ob wir SQ42 trotzdem noch erhalten. Die PTU reizt mich derzeit nicht, so sage ich mal. Die Sitcom ist, hat mit der SQ42 in dem Sinne nichts zu tun. Die CitizenCon ist es, das ist die Messe, die offizielle Community-Messe von Star Citizen. Die CitizenCon ist nur das Event und sie wird ja per Stream gemacht. Moin Uli, Losty74 ist da und Simila sagt auch, das ist im Stream. Also es ist so, die CitizenCon, die wurde nicht abgesagt, weil es Entwicklungsprobleme gibt oder weil es Geldprobleme gibt. Oder weil die verschleiern wollen, lustig eigentlich die Idee, dass die verschleiern wollen, dass der Singleplayer nicht kommen wird, sondern die CitizenCon wurde abgesagt, Freunde, wegen dem scheiß Coronavirus. Ja, so wie viele Dinge abgesagt wurden, wurde auch die CitizenCon wegen Corona abgesagt. Deswegen sitze ich jetzt auch schon seit 7 Jahren zu Hause, ja, seit sieben Wochen und mache Homeoffice. Das heißt, das haben wir Corona zu verdanken. Und SQ42 wird definitiv kommen. Es ist nur einfach so, das Spiel wird dann kommen, wenn es so ist, wie Chris Roberts das möchte und wie die Community das möchte, weil die Community sagt, hey Junge, also im Moment sieht es so aus, die Community sagt, hey Junge, nimm unsere Kohle, wir unterstützen dich, wir wollen das Spiel so geil wie möglich haben und
so sind die Leute, die ich bisher kennengelernt habe im Spiel, hier Feiger zum Beispiel oder den Micha und so weiter, die Leute oder auch Ghost Rider, wenn er nachher kommt, die Leute sind exakt genau so drauf. Die stecken viel Kohle ins Spiel, die sind begeistert, dass überhaupt jemand so eine Vision umsetzt und die sagen auch, hey, wenn das Ding jetzt ein, zwei Jahre später kommt, das ist uns scheißegal, Hauptsache das Spiel ist maximal geil. So, Abend, mein Großer, der Julian ist da. Hast du mal reingeschaut? Ja, ich habe, der Julian hat mir gestern, für die, die es verpasst haben, Warcraft 3 geschenkt. Dafür nochmal vielen Dank, Julian, es hat mich sehr gefreut. Und ich habe es installiert und ich habe mal reingeschaut, aber dann habe ich wieder mich ein wenig um meine Videos gekümmert von gestern vom Stream. Und dann war es irgendwann 4 oder 5, dann musste ich pennen gehen. So, kann ich euch versichern, was Uli sagt, sagt sie Mila. Ich bin im Volunteer-Team von CIG somit informiert. So, der Sitcom-Stream wird ein Ticket kosten wie die BlizzCon oder wird das Free-to-View sein? Ist das schon klar? Ich glaube, es wird Free-to-View. Ja, bisher gab es kein Video, was Geld gekostet hat. Ich war die letzten Wochen nicht da, bitte steinigt mich nicht, aber worum geht es in dem Spiel, fragt der Carlos. In dem Spiel, ganz kurz gesagt, ich werde es auch nachher wieder ein bisschen erzählen, aber ich werde es jetzt nicht nochmal erzählen, weil gerade eben ein Zuschauer gefragt hat, was ist Star Citizen? Da habe ich weit ausgeholt und habe dann erzählt, was es für ein Game ist. In dem Spiel geht es im Prinzip darum, dass der Gottvater der Computerspiele, der damals das erste Computerspiel erfunden hat für den PC, was dafür sorgt, dass wir alle PC-Spiele spielen, die ultimative Weltraumsimulation verwirklicht mit dem Geld der Leute, die auch möchten, dass er das tut. Und das läuft schon seit 8 Jahren. Das heißt, wir sehen hier eine Alpha und wir sehen eine Weltraumsimulation und wir sind jetzt im neuesten Patchstand und besuchen den neuesten Raumhafen heute im Stream, den es gibt. Weltraum-MMO, ja, kann man sagen. Was habe ich gesagt? Habe ich was Falsches gesagt? So, Freunde, bevor ich euch totsabbel, jetzt mache ich mal wieder meine Birne ganz weg, damit ihr einfach euch konzentrieren könnt. Wir laufen hier durch den Zoll, ja. Das wird später auch alles funktionieren. Hier wird es Scanner geben und wenn wir irgendwas dabei haben, was nicht ganz koscher ist, werden uns diese freundlichen Herrschaften sicherlich darauf hinweisen. Und jetzt kommen wir schon in eine Vorhalle. Hier kommen auch Terminals, die jetzt noch nicht funktionieren. Und hier ist auch die Zollstelle. Diese Typen sehen im Moment aber noch relativ gelangweilt aus. Aber auf jeden Fall haben sie schönere Haare als in früheren Patch-Versionen. Da hinten die Tür ist, glaube ich, noch zu. Die ist noch zu, genau. Und jetzt geht es weiter. Mach meine Birne wieder klein. Da brummt eine Brand New Defender über Uli seinen Kopf, glaube ich auch. Der Sound ist unverkennbar. Star Citizen ist ein Sandbox-Weltraum-MMORPG in einer offenen Entwicklung, wo man fast alles machen kann, was man möchte. Von Handel, Explorer, Piraterie, PvP, PvE und vieles mehr. Kann man denn in dem Spiel Kopfgeldjäger werden wie in Star Wars? Ja, kann man. Das kann man. Und das war auch im Prinzip mein erstes Schiff, was ich gekauft habe. Das war eine wunderschöne kleine Avenger. Und hier sehen wir, glaube ich, unseren lieben Ghost Rider, müsste das sein, oder? Ist das Ghost oder ist das der Micha? Ich sehe jetzt gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich seinen Namen einblenden kann. Warte mal, wer ist denn das hier? Ich sehe jetzt gar nicht, wie ich seinen Namen einblenden kann. Warte mal, wir machen es so. Star Citizen ist das, was du daraus machst. Genau, du kannst Kopfgeldjäger werden. Gibt es eine Übersicht bereits implementierter MMO-Features? Ich verfolge die PTU-Release-Zyklen nicht so, muss ich gestehen. Okay, ich bin dabei, ich muss Uli jagen. Und es ist der Micha. Hallo Micha. So, das ist mein lieber Freund Micha. Und ich bin traurig, dass ich ihn nicht hören kann. Aber wir machen das jetzt erstmal ohne Voice. Denn sonst wird der ganze Stream rausposaunt in die Weltöffentlichkeit. Schaut euch das mal an. Das hier ist zum Beispiel eines der Raumschiffe und ein Spieler, der darin sitzt. Und hier unten seht ihr
Oh, hier, das ist das neueste Schiff. Wie heißt das Schiff? Feiger ist, oder Markus ist auch. Ist auch unterwegs zu uns. Das ist die neue, die Prowler. Von welcher Firma? Wie heißt die Firma von der Prowler? Das ist ein unfassbar geiles Schiff. Hesperia Prowler. Das ist das neueste Schiff, was seinen Weg gefunden hat in Star Citizen. Und hier, sehr nett, der Typ hier vorm Fenster ist ein wenig am Rumflexen. Genau, es ist ein außerirdisches Schiff und kostet 470 Euro. Ja, sehr teuer, aber auch sehr geil. Und ihr wisst ja, mein Schiff, was ich noch will, ist definitiv eine... Jetzt verzieht er sich, da oben hebt er ab. Auf dem Weg zu anderen Planeten, und das werden wir nachher auch machen. Und für so ein kleines Ding wirklich sehr teuer. Ich finde auch, es ist ein geiles Schiff, aber mir ist es definitiv zu heftig, viel zu teuer. Und ihr wisst ja, mein Loadout, was Schiffe angeht, ist im Prinzip fertig. Das einzige Schiff, was ich noch möchte, ist eine... Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Dieser fette Bomber von Aegis. Eine Vanguard. Eine Vanguard worden. Das ist noch das Schiff, das letzte Schiff, was ich möchte. Und dann habe ich im Prinzip alle Schiffe, die ich will. Die Leute, die mich kennen, wissen ja schon, mit welchen Schiffen ich so unterwegs bin. Das ist erstmal eine kleine Avenger. Dann haben wir eine Gladius, eine Saber und eine Constellation. So. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Die Leute, die mit Star Citizen nichts anfangen können, die denken sich jetzt wahrscheinlich, was für noobige Namen. Schon beachtlich, dein Fuhrwerk. Fuhrwerk, du meinst sicherlich meinen Fuhrpark, weil mein Fuhrwerk ist, glaube ich, das hier, oder? Wenn man redet, dann ist doch das, ist Fuhrwerk, Hase? Hase hat Kopfhörer auf. Ich glaube, Fuhrwerk ist die Klappe. Fuhrpark, lol, genau. Aber ich glaube, mein Fuhrwerk ist auch beachtlich. Ich glaube, mein Fuhrwerk und mein Fuhrpark passen gut zusammen. So, dieser Bereich hier, ich lasse die Kamera an, dieser Bereich ist ein wenig laggy, deswegen muss ich das ein wenig langsamer machen. Hier laggt es immer as fuck, Freunde. Es ist sehr, sehr laggy, deswegen bewege ich mich hier langsam durch. Und wir werden jetzt, das ist der interessante Teil hier, Surface Entrance, wir werden die Oberfläche des Planeten betreten. Ja? Hier gibt es Elevators, ich muss mal gucken, die sind aber glaube ich noch nicht in Betrieb, genau. Da passiert noch nichts. Wir gehen jetzt raus, Freunde. Ich hoffe, der Micha sieht, wo ich bin. So, und zwar, weil es draußen sehr kalt ist, werden wir mit einem Vehikül rausgehen, mit einem mit meinem Ursa Rover. So, Retrieve. Der Uli fragt mich, kennst du noch den Befehl für Party? Ich glaube, das war Party-Invite. Ich meine, das war Party-Invite. So, mein Rover, mein Fahrzeug, wartet auf mich in Garage Nummer 10. Wir müssen in Garage Nummer 10. Ich glaube, das war / Party-Invite und dann der Name. So. Ich hoffe, der Micha hat jetzt das richtige Ding gedrückt. Aber da er den Stream anschaut, müsste er wissen, wo wir hin müssen. Wir müssen zu Garage Nummer 10. Da steht mein Rover. Sieht gut aus. Wir nähern uns. Und der Micha sieht ganz schön. Ein stattlicher Bursche mit einem gefährlichen Helm, Freunde. Ein sehr gefährlicher Typ. Aber ihr wisst, ich bin Feuer und Flamme für meine Rüstung. Was muss ich jetzt nochmal drücken, wenn ich drehen will? Was war das? War das Y? Ja, Y. Ich finde meine Rüstung sowas von geil. Und hier kann sich im Prinzip jeder voll selber verwirklichen. Oh ja, ich kann dich hören. Warte mal. Ich glaube, ich höre dich. Warte mal, ich schau mal kurz. Hörst du mich auch? Hast du eventuell noch eine andere Rüstung, die dich ein bisschen mehr vor der Kälte schützt?
Wir gehen ja raus mit dem, im Moment nicht, aber wir gehen ja raus mit dem Rover. Das kann uns die. Warte mal, hörst du mich jetzt besser? Sag mal was. Sag mal was, damit ich dich richtig einstellen kann. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Warte mal, ich glaube, das war jetzt falsch. Da ist jemand falsch an der Party, oder? Ich glaube, der Chat ist noch buggy, Micha. Also ich habe dich eben gehört, Micha. Aber ohne Funk und ohne geile Effekte. Nicht so auf dem Niveau, wie wir es bisher hatten. Jetzt? Müsstest du mich eventuell wieder hören? Ich höre dich, ja. Kannst du mich denn hören über das Spiel? Weil ich habe mein Mikro eigentlich immer an. Nee, weiß nicht, ob du den in der Party eingestellt hast. Ah, Moment. So, komm, Link, Party. Da steht momentan nur einer von zwei. Was Mikro angeht, oder wie? So, jetzt habe ich ihn an. Ja, jetzt. Okay. Ich habe aber Schiss, dass mich jetzt der ganze Rest der Welt hört. Das wollen wir nicht. Also jetzt kannst du mich hören. Im Spiel. Ich spreche. Huhu. Ja, wer ist? Huhu. Juri. Ja, ich höre dich auch. Ja, ich aber... Ich sehe dich auch. Ne, das ist... der Global Chat, den kriegst du nicht so wirklich aus. Den, du hörst zwar noch immer die Leute, die dann bei uns in der Nähe sind, quasi. Ja, aber da ist jetzt jemand, der sagt, er sieht und hört mich. Du bist der Typ, der mir gegenübersteht, gell? Warte mal, aber das ist dann... Sonst lass uns mal rausfahren, dann hörst du die auch nicht mehr. Ja, aber dann, weißt du, dann, das ist mir sonst zu heiß. Also Juri, falls du mich noch hörst, du bist ein sehr netter Typ. Du hast eine sehr nette Stimme. Ich glaube, du bist echt spitze. Wenn du sehen willst, was wir hier machen, dann komm vorbei auf twitch.tv/ulinator71. Ja, da streame ich gerade live Star Citizen und du warst gerade live auf Twitch in einem Stream. Aber es ist so, da ich gerade einen Livestream mache, ist es mir einfach zu heiß, jetzt audiomäßig die Welt hier in den Stream zu lassen, weil ich dann keine Kontrolle darüber habe, was hier kommt. Ja? Dann bin ich eventuell schneller gebannt, als mir lieb ist. Aber Juri, du bist ein Top-Mann. Komm vorbei, ja? Komm auf Twitch vorbei. Komm in den Stream, nicht weil ich Zuschauer jetzt suche, sondern einfach weil du nett bist. Ich möchte dich kennenlernen. Komm vorbei und guck dir den Stream an. Aber Micha, wir müssen Audio ausmachen. Das ist mir zu heftig. So, ich mache hier Audio wieder aus. Das ist mir zu gefährlich. Ich hoffe, jetzt hört man mich nicht mehr überall. Und dann muss Micha mit mir einfach reden über den Stream. So. Den Global Chat kannst du nicht ausschalten, eben. Die Taste Plus am Namenlog ist die Push to Talk. Ja, kann alles sein, aber wie gesagt, der Voice Chat ist ja eh noch ein wenig buggy. Und deswegen, ich möchte jetzt nicht die Zeit verdödeln mit Voice-Einstellungen. Freispiel ist jetzt Follower. Vielen Dank, Freispiel, für dein Follow. Sondern ich möchte hier die Oberfläche erkunden von unserem neuen Planeten, solange es noch hell ist. So, ich gehe mal rein. Und diese Garage ist wirklich auch mega cool. So, ich mache hier Power On. Man kann theoretisch auch Engage Systems machen. So, der Motor ist an, Freunde. Und was ich echt mega feier ist, da habe ich auch gleich dran geachtet, man hat dich auch nicht gehört, okay. Ja, wahrscheinlich, egal. Möchte ich jetzt aber auch nicht einstellen. Wir machen das, Micha, wir machen das, wir machen das mal außerhalb des Streams, da müssen wir das mal testen.
Weil mit dir zu sprechen im Spiel und vor allem mit der Funkverzerrung und auch mit Markus und auch mit Feiger und so weiter, das ist für mich ein wesentliches Element des Spiels. Aber ich möchte jetzt nicht hier eine halbe Stunde Bugfixing machen, sondern ich möchte einfach den Raumhafen erstmal zeigen. Wir müssen das machen, wenn der Stream zu Ende ist oder vielleicht mal morgen oder so, müssen wir uns mal kurz schließen, ja? Dann stellen wir alles ein. So, und das Geile ist, man muss hier... Man kann nicht einfach rausfahren, Freunde, weil das Tor ist zu. Man muss auch hier um Erlaubnis bitten. So, ich glaube, hier war das. International Spaceport. Und dann macht er einem das Türchen auf, Freunde. So, und das ist der ganze Garagentrakt hier auf New Babbage. Hier gibt es viele, viele Garagen. Und das ist die extrem coole Ausfahrt. Hat der Micha alle Türen zugemacht? Ja, hat er. So, jetzt habe ich dich gerade wieder gehört. Obwohl, nee, hier ist ja warm drin. Hier drin ist warm. Hier brauchst du keine Klamotten. So, ich glaube, diese Taste wollte ich drücken. So, Freunde, willkommen auf Microtech. Dieser Planet ist extrem kalt und ihr wisst, in Patch 3.9 haben die ganzen Auswirkungen vom Wetter auf im Prinzip die Spielergesundheit ja Einzug gehalten. Das heißt, was läuft hier? Oh, da flog gerade ein Hesperia Prowler über uns hinweg. Geil. Geiler Sound, geiler Sound. Ihr wisst ja, in diesem Patch ist es jetzt so, wenn wir rausgehen, ich könnte theoretisch mal aussteigen, aber da würde mir ganz schnell kalt werden. Und wir können in diesem Spiel jetzt auch erfrieren. Da würden wir dann neu spawnen. Und wir haben jetzt auch Hunger, wir haben Durst. Wir müssen immer gucken, dass unser Charakter genug zu futtern hat, dass er genug zu trinken hat und dass es ihm gut geht, Freunde. All das ist bei Patch 3.9 in das Spiel reingekommen und macht alles noch ein wenig realistischer. Noch realistischer, als es ohnehin schon war. Wir sind jetzt noch mehr, was die Immersion angeht, mit unserer Spielfigur verbunden und müssen auch mehr auf sie Acht geben. Ja? Und das finde ich persönlich total cool. Spiele, wo man regelmäßig essen und trinken muss. Ich habe das jetzt ja auch gesehen bei Red Dead Redemption. Das feiere ich. Das ist eine Sache, da hat man am Anfang so ein bisschen Schiss und denkt, hoffentlich verkacke ich das nicht. Aber wenn man immer darauf achtet, dass man genug dabei hat zum Futtern, dann ist alles Bene. Guckt euch mal diesen Schneesturm an. Ja, was jetzt ein kleiner Albtraum wäre, wäre, wenn wir einen Unfall bauen würden und uns aufs Dach drehen würden. Das wäre ziemlich uncool. So, jetzt gucken wir mal rein. Neben uns, wo ist denn Micha? Wenn du eingeschneit bist. Warte mal, wo ist denn Micha? Ich glaube, Micha... Ah, Micha ist hier. So, wir gucken jetzt mal kurz raus, ja? Nur ganz kurz. Ihr seht... Hier steht jetzt Survival Estimate 34 Minuten. Ich kann mit meinen Klamotten, die ich jetzt hier draußen bin, 34 Minuten überleben. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich diesen Rucksack anhabe. Das ist eine leichte Rüstung, keine mittlere. Das heißt, die ist wahrscheinlich nicht geeignet für die Kälte. Was für eine Taste muss ich eigentlich drücken, damit das wieder resettet wird? Die Sicht? Bei mir sind es 2 Stunden. Bei dir sind es 2 Stunden. Okay, wen haben wir denn hier? Das ist nochmal jemand anders. F4 und Sternchen gedrückt lassen. F4 und Sternchen, warte mal kurz. Leider nur ein paar Sekunden, man verzögert. F4 und Sternchen, war das so? Ach, egal. So,
Und ihr seht auf jeden Fall, 35 Minuten macht meine Rüstung das mit. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, finde ich. Aber auf jeden Fall würde ich nach 35 Minuten das Zeitliche segnen, weil meine Klamotten auf jeden Fall nicht perfekt gedämmt sind. Und ihr seht auch hier hinten, der Rucksack, der fängt schon an, ein wenig einzufrieren. Ja? So, F4 halten und Stern auf dem Numpad. Ah, so, okay, alles klar. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb von dir. So, bei Micha sind es 2 Stunden, die er aushält. Und ihr seht, je länger ich hier draußen stehe, umso eisiger wird das Ganze. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich extrem geil gemacht. Hier, die Rüstung, der Helm und das Ganze, das setzt schon so richtig Patina an und Frost und so weiter. Einfach, weil es hier schweinekalt ist, Freunde. Ja, und mein Ding meckert auch schon hier, dass der Helm, der friert auch schon ein. Und jetzt sagt er hier 35 Minuten und ich bekomme immer wieder die Meldung, das ist zu kalt hier draußen. So, Freunde, ich bleibe trotzdem noch ein wenig stehen hier, weil es sehr geil ist. Lad mich mal in die Party ein, dann sehe ich euch auch. Müsste ganz in der Nähe sein bei euch. Micha, lädst du bitte den Markus ein, Aran Barador. Versucht mal rauszufinden, wie er im Spiel heißt. Ich glaube, er heißt auch Aran Barador. Du bist ja hier Party-Chef. Wäre sehr nett, wenn du ihn einladen könntest. Sieht so echt aus. Kann man sich noch für die Alpha anmelden, fragt der Carlos. Du musst dich nicht anmelden. Geh einfach auf die Webseite Roberts Space Industries oder google einfach nach Star Citizen, dann kommst du auf die Webseite und dann kannst du ganz, ganz easy dich im Prinzip anmelden. Kauf dir das billigste Schiff. Ich empfehle dir, damit das nicht so ein kleiner Schmöker ist, sondern so ein Ding, was man schon geil findet, ich empfehle dir das Starter-Schiff, was ich damals genommen habe. Schaut euch mal an, wie der Helm hier immer mehr einfriert. Hey, das ist heftig. Ich kann jetzt mittlerweile kaum noch meinen Rover sehen. Aber im Moment ist meine Körpertemperatur noch gut und er sagt immer noch 35 Minuten. Aber ihr seht, ich kann hier kaum was sehen. So, ich kann nicht mal die Raumschiffe sehen, die am Himmel rumfliegen. Ich empfehle dir die Aegis Avenger. Ja, merkt ihr einfach Avenger, so wie der Film Avengers ohne S. Das ist meine Empfehlung für das Startschiff. Ist ein sehr geiles Schiff und wirklich sehr cool. Auf der RSI-Seite einen Account erstellen, benutzt dazu einen Refcode, dann bekommt ihr 5000 USC Währung dazu. Man braucht sich nur ein Starter-Pack und so weiter und so weiter. Vielen, vielen Dank, lieber Slink. Was ich auf jeden Fall noch machen müsste, wäre meinen eigenen Refcode hier überall hinschreiben. Ihr seht, ich habe mein Logo und so weiter kleiner gemacht. Helen ist auch ständig mit mir ein bisschen stinkig deswegen und sagt, hey, du musst solche Sachen einfach schneller machen. Werde ich versuchen, am Wochenende noch zu machen. So, jetzt, oh, guckt euch das mal an, wie ich jetzt aussehe. Ist das nicht heftig? Ich bin richtig eingefroren. Mir wird jetzt auch ein wenig kalt, muss ich sagen. Und deswegen gehe ich jetzt zurück in den Rover. Und irgendjemand hat die Tür offen gelassen. Das ist natürlich überhaupt gar nicht die Idee. Ich hoffe, der Kollege kommt auch. Sitzt Micha schon drin, keine Ahnung. So, ich hoffe, ich werde hier wieder ein wenig aufgetaut in meinem Rover. Das meistempfohlene Schiff ist die Avenger Titan. Sie hat eine recht gute Bewaffnung für Weltraumkämpfe und man kann mit ihr gut Handel- und Delivery-Missionen machen. Ein gutes Starter-Schiff, meiner Meinung nach. Richtig. So, jetzt seht ihr, ich sehe allmählich klarer. Neben mir sitzt jemand, aber es ist jedenfalls nicht der Micha. Ich weiß nicht, ob es der Micha ist. Es wäre jetzt doof, wenn wir hier den Micha einfach zurücklassen würden. Aber ich sehe auch keinen Micha mehr. Micha, bist du noch im Stream? Bist du noch hier in der Nähe? Ich möchte jetzt ungern mit dem Rover wieder zurückfahren und dich hier deinem Schicksal überlassen. Das kommt überhaupt nicht in Frage, mein Freund. Deswegen kurve ich hier ein bisschen rum. Doch, du bist es. Ah, hast du andere Klamotten an? Hast du dir andere Klamotten angezogen?
Hab mir nur eine Rüstung angezogen, die besser gegen Kälte ist. Okay, alles klar. Dann ist ja alles Bene. Gut, sehr schön. Also haben wir den Micha nicht rausgeschmissen. Ich werde hier noch ein wenig rumfahren. Wir müssen uns ja merken, hier ungefähr, da ist der Eingang zu unserem Hangar, wo wir im Prinzip die Kiste wieder parken können. Und hier können wir theoretisch, wenn wir ein wenig Zeit mitbringen, den Weg auch fahren, den wir sonst mit dieser fetten, superschnellen, mit dem schnellen Weltraumzug oder mit diesem Train machen würden. Da hinten ist im Prinzip das, wo wir waren. Aspire und so weiter, wie das heißt. Und Commons. Wir können hier im Prinzip diesen Weg auch fahren. Der Rover hat zum Glück keinen Spritverbrauch. Aber das wäre, glaube ich, ein wenig zu lang. Und deswegen, hier könnt ihr schon mal ein wenig euch ausmalen. Auch der Speed, mit dem wir uns hier bewegen, mit diesem Teil. Wie groß alleine der Planet hier ist, oder dieses kleine Gebiet, auf dem wir hier rumfahren. Und was die Leute, die jetzt noch nicht dabei waren, noch gar nicht wissen, ist, das ist ja ein ganzes Universum, Freunde. Es gibt viele Planeten, es gibt viele Monde. Oh, wir rutschen. Oder? Oh, krass, der rutscht. Ich glaube, wir sind gerade schräg gerutscht. Das wusste ich auch noch nicht, dass es geht. So, hier ist wieder jemand über uns drüber geflogen. Sehr geil. Auch die Effekte. Ich fliege jetzt mal da hinten hin. Mein Helm ist wieder abgetaut, wie ihr sehen könnt. Ich habe wieder freie Sicht. So, ich glaube, ich möchte mir das da hinten mal anschauen. Ich bin völlig gehypt, Freunde. Ich weiß gar nicht, wie es euch geht, aber das hier macht wieder richtig Spaß. Und das hier finde ich wieder richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, ob man da in diese Butze reinkommt. Ich glaube, ich werde mal versuchen, in dieses Gebäude reinzukommen. Einfach nur, um zu schauen, ob es geht. Ja? Einfach nur checken, ob man hier reinkommt. Ob die wirklich dieses Gebäude, wo wahrscheinlich kein zweiter Spieler hinfahren wird, so gestaltet haben, dass man da draufkommt. Aber es sieht nicht so aus. Ich sehe keine Treppe und keine Tür. Oh, hier ist ein größerer Stein. Da fahre ich lieber nicht drüber. Sonst passiert das, was im letzten Star Citizen Stream vor 2 Monaten passiert ist. Dann hängen wir irgendwo drin. Ich weiß nicht, der Micha erinnert sich, der saß da neben mir. Ja, so. Das war ich noch. Das war legendär. Das war legendär, wie wir uns aus diesem Felsen wieder rausgebackt haben. Mit was für Tricks? Waffe ziehen oder keine Ahnung. So. Das sieht aber aus, als wenn es hohe grafische Einstellungen hätte. Ja, hat es. Auf jeden Fall eine SSD installieren. Es werden kontinuierlich Inhalte geladen. Eine normale HDD ist zu langsam dafür, wodurch es zu Lags kommt. Das muss ich sein. Ich sehe dich nicht gerade. Okay. Also es ist auf jeden Fall so, Star Citizen braucht viel Power. Aber es ist so, ich habe, ihr wisst es, ich kann es euch zeigen. Ich mache mal kurz hier mein Konterfei weg, damit ihr das mal kontrollieren könnt. Wenn ich hier auf Graphic gehe, seht ihr, ich spiele mit Full HD. Das ist ja völlig klar, Full HD, 4K geht nicht. Würde ich auch gar nicht wollen, aber für Twitch und YouTube, Full HD ist einfach die Auflösung, ist klar. Aber ich spiele hier alles auf Very High, also das heißt in den höchsten Settings, haben Motion Blur aus, weil ich mag das nicht, wenn es unscharf wird. Und ich habe sogar die Field of View ein wenig verändert, Very High, wie gesagt. Und das mit einem Core i7-3770K, der aber natürlich kerngesund ist, der läuft mit 4 GHz und zwar permanent, weil er gut gekühlt wird. Und als Grafikkarte habe ich eine 2070, das wisst ihr auch, und damit komme ich gut klar. So, Carlos meint, gut, SSD habe ich so oder so und noch dazu 2080 Ti. Na also, Carlos, dann brauchst du dir mal gar keine Sorgen machen mit einer 2080 Ti und einer SSD. Du kannst Star Citizen spielen. Und wie gesagt, ich habe eine 2070, aber das ist eine Grafikkarte,
die ist eigentlich für meine YouTube- und Twitch-Auflösung Full HD eigentlich schon Overkill. Eine 1070 würde es auch tun, aber ich habe mir die 2070 gekauft. Erstens, weil die 2080 im Verhältnis viel zu teuer ist für das, was sie mehr bietet. Weil die 70 in der 20 super schön zu meinem 377 passt. Und weil die 2070 einen Chip hat, mit dem man wunderbar Streams kodieren kann. Und zwar NVENC 2. Das war der Grund, warum ich mir die 2070 gekauft habe. Die 2080 hat den Chip natürlich auch, aber ich wollte einfach meine CPU entlasten. Und das macht die Grafikkarte wunderbar, wie ihr sehen könnt. Denn ich spiele nicht nur Star Citizen, sondern ich streame gleichzeitig auch noch. Und das geht alles, wie gesagt, mit dem 377. Ich habe mir vor zwei... Der Julian meint, er hat eine 2060 Dual, die schafft es auch. Und Zarter Meer meint, ich habe mir vor zwei Tagen Ryzen 9 geholt. Na also, Carlos, wieso fragst denn du, ob dein PC das packt? Also deine Kiste ist ja wohl die Kiste schlechthin. Die müsste sich fast schon mit der Kiste von Micha vergleichen. Ich glaube, der Micha hat auch so eine absolute Überkiste. Der spielt aber Star Citizen auch in 4K. Das sieht man auch auf seinen Screenshots. Das sieht unfassbar gut aus. Aber wie gesagt, für mich ist die Qualität, die ich hier habe auf YouTube und Twitch, ist absolut so, wie ich das haben will. Ich habe auch viele Leute gesehen, die oder viel mehr FPS als ich jetzt habe, kann man eigentlich nicht haben. Ja, es ist nicht viel, aber es ist auf jeden Fall so, dass es passt. So, Freunde, wir sind wieder zu Hause und jetzt müssen wir natürlich brav wieder um Landeerlaubnis fragen. Wir können nicht einfach, obwohl, nee, ich mache mal Folgendes, ich fahre hier einfach mal eine kleine Runde durch den Garagentrakt. Das ist nämlich auch schon mega cool, denn unsere Garage ist bei weitem nicht die einzige gewesen, die es hier gibt, sondern es gibt viele, wie ihr sehen könnt. Viele, viele, viele Garagen, das haben sie wirklich toll gemacht und das war nur eine Einfahrt. Ich glaube, daneben dran ist noch eine. Genau, hier ist noch eine Einfahrt, der wiederholt sich das Ganze. Wir haben richtig viele Garagenfreunde und jetzt werde ich mal gucken, wo ist denn unsere Garage? Sie müsste... Hörst du die anderen Leute labern? Im Moment höre ich hier niemanden labern, aber ich habe auch meinen Chat gemutet. So, Okay. Jetzt gehe ich mal hier wieder auf Comlink und sage Spaceport, schön anfunken. So, da wollte mich gerade jemand anfunken, das habe ich jetzt mal unterbunden. So, und das ist die Garage, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich hier eine kleine Kurve gefahren. Das ist direkt das erste Loch, wo wir reinfahren können. Ich vermute, dass nicht viele mit einem Rover im Moment über die Oberfläche fahren. Ich habe nicht viele Spieler gesehen. So, jetzt werden wir den Hobel schön wieder hier reinstellen. So wie sich das gehört, dann müssen wir den Motor natürlich ausmachen. Power off. So. Und dann steigen wir aus, Freunde. Der Micha ist noch da. So, ich liebe diesen Rover, wisst ihr ja. Das ist der Grund, warum ich auch meine Constellation im Prinzip abgedatet habe. Ich hatte vorher die Constellation Andromeda und habe mir die Constellation Aquila geholt stattdessen. Viele von euch finden die Andromeda geiler. Ich finde die Andromeda von der Optik auch geiler. Aber dieser Rover, der im Prinzip, wenn das Spiel fertig ist, in Anführungsstrichen, der immer drin ist im Ladehangar, ohne dass man ihn extra parken muss, der macht einfach den Unterschied. Ohne diesen Rover hätte ich zum Beispiel jetzt
den Planeten Microtech nicht so erkunden können, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich wäre vorher eingefroren. So, der liebe Micha hat eine 2080 Ti und einen i7-8700K. Ist okay, sagt er dazu. Nein, das ist mehr als okay, Micha. Das ist ein geiles Setup. Das ist im Prinzip das, was ich habe. Nur eine Nummer neuer und noch ein bisschen dicker. Aber wie gesagt, für meine Dinger, mein Rechner ist auch schon alt. Müsst ihr auch so sehen. Ich habe meinen PC, den Grund oder die Basis von diesem PC, habe ich gekauft, und das müsst ihr euch mal reinpfeifen, 2012. Ja, 2012. Vom Weihnachtsgeld habe ich mir diesen PC mal gekauft. Und dann, jetzt haben wir 8 Jahre später, ja, und ich liebe diesen PC und er wird so lange seinen Dienst machen, wie er kann. Und irgendwann werde ich natürlich aufrüsten müssen, aber ihr seht, Star Citizen läuft immer noch super. Coole Yps-Mütze, Don Schnarcho, vielen Dank erstmal für das Kompliment und herzlich willkommen hier bei uns in der Community. Hier schau gerne vorbei, Webseite, YouTube, Facebook, Twitter und so weiter, alles am Start. Wir freuen uns immer über neue Leute. Ich hoffe, es gefällt dir. So, Zarter Bär sagt, weiß nicht sicher, ist sicher, hat vor 2 Tagen alles neu um die 2080 Ti gebaut. Das hast du gut gemacht. So, der Arambarator, Markus müsste er heißen, ich habe 2x1070 in einem SLI-Verbund. Aber nur eine ist an dem Spiel, weil im Verbund habe ich oft Grafik, Lichtbugs und so weiter. Und die schafft das auch solo, die Karte. Ja, wie gesagt, die 1070 ist auch schon gut genug. So, eventuell habe ich beim RAM übertrieben. Wie viel RAM hast du denn, Carlos? Und Henning sagt, tut mir sehr leid, ich sag mir bitte nochmal, oder nee, ist auch egal, ich gucke nachher in die Excel-Tabelle. Carlos hat, Egghead Eric ist jetzt Follower. Vielen Dank für deinen Follow, Egghead Eric. So, Carlos hat 64 GB RAM. Das, würde ich auch machen, wenn ich jetzt Marcel, genau, Marcel, vielen Dank nochmal für deinen Namen. Ich habe ja gestern schon gesagt, ich denke immer, du heißt Henning, deswegen es ist immer schwierig für mich, auch was auch für mich schwierig ist, ist sich Namen merken, wenn ich kein Gesicht habe. Wenn ich ein Gesicht habe, dann weiß ich, ah, das ist der Markus, das ist der Micha, das ist der Thomas und so weiter. Aber ich habe nur eine Excel-Tabelle, Freunde, und die kann ich jetzt im Moment nicht mal sehen. Deswegen, sorry, ich musste gerade noch mal fragen. Marcel, vielen Dank, dass du es mir noch mal sagst. So, ich wünsche euch noch viel Spaß, aber ich bin raus. Mir fallen schon die Augen zu. Also gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, lieber, das ist genau das Nächste. Warte mal, aber da bin ich verpflichtet. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Ich kann das nicht tun. Ich kann es nicht tun. Alexander, ich habe jetzt geraten, Alexander, jetzt gucke ich nochmal. Alexander. So, Alexander, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ihr seht, meine Birne ist jetzt rot. Erstens, weil ich mich schäme, dass mir der Name Alexander nicht eingefallen ist. Und zweitens, weil ich hier falsche Maus. Hier ist die Mac-Maus. So, weil ich die Excel-Tabelle habe, die mich jetzt gerade anstrahlt. So, mache mich mal zur Promenade auf. Da sehen wir uns auch gleich. Mein Nachname ist Henning. Na also, siehst du mal. Marcel Henning. Alles klar. Dann wird ein Schuh draus. Carlos meint, ich habe noch 2 Slots frei am Mainboard. Könnte theoretisch noch mal 2 Stück einbauen und hätte 4 Gigabyte RAM-Sticks. Also im Prinzip 64 GB reichen bestimmt, aber wenn du 128 reinmachen kannst und die Knete kein Problem ist, warum nicht? Ja, warum nicht? So, Freunde, weiter geht's. Wir sind jetzt hier wieder drin. Ja, wir sagen nochmal Tschüss zu unserem Rover, den ich wirklich sehr liebe. Das war ein geiler Kauf, da bin ich extrem froh. Und der wertet auch im Prinzip die Constellation total gut auf. Bin ich mega happy. Zumal ja noch dazu kommt, dass das Ding noch einen kleinen Raumjäger hat, der im Prinzip später ja auch noch dafür sorgt, dass man ein bisschen mobiler ist. So, Planetary Surface Exit machen wir jetzt nicht, denn wir waren ja jetzt draußen. Das auch noch bei Tageslicht, was ich sehr cool finde. Viele Streamer und YouTuber
waren schon am Verzweifeln, weil sie immer bei Nacht auf den Server kommen und es dauert relativ lange, bis es hier Tag wird. Wir haben heute Glück, auch das nochmal ein geiles Zeichen. Ich weiß nicht, ob das einer von uns ist. Ich glaube nicht. So, jetzt gehen wir zurück zur Schwebebahn und wir werden jetzt zum nächsten Stadtgebiet fliegen. Und dieses Stadtgebiet, Freunde, das haut euch den Stift aus der Birne. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und wir werden aber vorher ein kleines Päuschen machen, weil ich muss dringend etwas trinken. Und ihr wisst ja, ich habe es ja gestern erzählt, ein bisschen Real Talk haben wir ja gemacht. Ich mache ja momentan eine Diät, die mich auch sehr fordert. Das heißt, ich muss gucken, ob mir meine Frau ein kleines... So, wo müssen wir hin? Zum Metro-Loop müssen wir, glaube ich. Ob mir meine Frau ein kleines Leicht und Cross ohne Butter und ohne irgendwas drauf erlaubt. So, nun ja, hält sich im Ganzen. Die 64 GB haben 300 gekostet. Im Moment geht es auch, glaube ich, mit den RAM-Preisen. Also ich habe 32 und das ist genau richtig für mich. Wenn ich 16 hätte, wäre es auf jeden Fall zu wenig. So, ich glaube, wir müssen in diesen Zug, das ist genau der, da gehen wir rein. Der müsste hier lang fahren. Nee, falsch geraten, der fährt hier lang. Die anderen zwei Jungs haben es besser gewusst. So, und hier fahren wir eine sehr geile Kurve. Ich mache mal meine Birne weg, damit man das besser sehen kann. Hier nehmen wir richtig Speed auf. Und das ist sogar fast eine Steilkurve gleich, die wir fahren. Jetzt kommt sie gleich, glaube ich. Oder ich irre mich. Kann auch sein, wenn man von hier zum Spaceport fährt. Nee, ich glaube, ich habe mich geirrt. Da fühlt sich jeder ICE-Lokführer wohl. Ja, das ist wirklich so. Das ist geil. So, ich hoffe, die Tür ist nicht buggy. Nein, ist sie nicht. Wir kommen raus. Sehr geil, Freunde. Und jetzt sind wir hier im neuen Stadtteil. Ich gucke nochmal auf den Plan, damit ihr das sehen könnt. Mach hier meine Birne wieder rein. Was sieht man eigentlich nicht? Man verpasst nichts, wenn ich das einblende. So, wir sind jetzt hier. The Commons. Ja, das ist im Prinzip der ganze Teil, der ganze Vergnügungsteil und so weiter. Hier sieht man Sachen, die sind so geil. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe mich nicht groß damit auseinandergesetzt, was sie bei New Babbage alles implementieren ins Game. Aber das ist wirklich extrem cool. So, ich schau mal, wo der Micha ist. Aber wie ich ihn kenne, wie ich ihn einschätze, der kann es gar nicht erwarten. Der ist schon hochgerannt, Freunde. Da ist er. So, ich werde jetzt hier stehen bleiben. Nee, ich werde ein wenig weiterlaufen. Mir geht es darum, wo machen wir Pause. Aber guckt euch das mal an hier. Guckt euch mal alleine diese... diese coole Geschichte an mit diesen Pflanzen unter dieser Scheibe und diesen holographischen, leuchtenden Fischen. Oder mit diesen Schmetterlingen. Das ist schon alles extrem spacig, Freunde. Extrem cool und spacig. So, wir können hier hoch, aber auch da drüben. Ich gehe mal hier lang. Also das, allein dieser Raum hier ist schon ein absolutes Gedicht, finde ich. Wunder, 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 wunderschön. So, insgesamt habe ich für die Teile ohne DTI 2900 ausgegeben. Das ist schon viel.
Das ist schon viel. Was hat es mit der Diät auf sich, Ulinator? Fragt der liebe Schau Cool. Das ist eine, habe ich ja gestern schon erzählt. Ich habe in den letzten Monaten einigermaßen zugelegt, seitdem wir geheiratet haben letztes Jahr. Und in den letzten 7 Wochen, wo ich zu Hause bin, sind nochmal 4 Kilo draufgekommen. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Und jetzt machen wir eine sogenannte HCG-Diät. Ja, das ist eine Diät, wo man jeden Tag nur 500 Kalorien zu sich nimmt und eben das noch ausgleicht mit allen möglichen Vitaminen, Tabletten und so weiter. Und das führt eben dazu, dass ich einen unfassbaren Japp habe, irgendwie was zu essen. Und ich habe unfassbar Hunger. Ich habe auch leichte Kreislaufprobleme. Aber ich habe jetzt in, glaube ich, 3 Tagen 4 Kilo abgenommen. Und das Ganze geht 3 Wochen. Und danach stellt man seine Ernährung um, darf dann wieder mehr essen und auch wieder normaler essen. Aber die ersten 3 Wochen sind einfach ein Tritt in die Eier. Und mein Ziel ist, dass ich jetzt noch in den 2,5 Wochen, die ich noch vor mir habe, dass ich insgesamt 15 Kilo abnehme. Das ist mein Ziel. Dann bin ich wieder der Uli, der ich letzten Sommer war, als ich geheiratet habe. Und der möchte ich auch sein und vor allem auch bleiben, weil im Moment hier, das habe ich immer, auch wenn ich abnehme, aber im Moment fühle ich mich nicht wohl. Das ist einfach, man muss aufpassen. Also es ist nicht so, dass ich komplett unbeweglich bin. Ich fühle mich jetzt eigentlich schlechter als vor der Diät körperlich, aber es ist einfach so, es liegt einfach am wenigen Essen. Und ich muss jetzt durch die Zeit durch, aber meine Frau macht es auch gerade. Wir machen es beide gleichzeitig und das ist das Schöne, wir gehen da beide durch. So, der Markus sagt, er steht an der Bar, aber es ist nichts los, discomäßig, falsche Uhrzeit. Super, klasse, geht als Team besser. Ja, das ist wirklich so. Und vor allem, sie macht auch unfassbar geile Gerichte. Die schmecken so dermaßen gut, dass es noch schwieriger ist, davon wenig zu essen. So, Freunde, hier sind wir jetzt bei The Commons. Ich glaube, warte mal, wenn ich hier drücke und in die rechte Maustaste. Ah, genau, das ist neu in Patch 3.9. Wie komme ich hier raus? Armin Exit. Genau, man hat hier die Möglichkeit, sein Personal Inventory anders aufzurufen. Und ich habe das jetzt mal kurz gemacht, um zu sehen, wie geht es mir, wie ist die Temperatur hier. Sieht man 21 Grad. Meine Körpertemperatur ist 36,5, alles Bene. Ich habe genug Sauerstoff, ich habe 100% Futter und 100% zu trinken. Alles ist gut. Gestern, als ich hier rumgelaufen bin, da hat er mir eine Getränkewarnung gegeben. Und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich noch nichts getrunken, dann habe ich das alles in dem YouTube-Video versucht herauszufinden. So, Freunde, jetzt machen wir eine kleine Pause. Ja, ich werde mich jetzt hier hinstellen im Spiel. Ich gehe nicht lange weg. Ich mute nur mein Mikrofon, aber ich bleibe einfach hier an dieser malerischen Stelle stehen. Warte mal, ich weiß nicht wo. Ich glaube so. Ich glaube, dieser Blick hier ist ganz schön. Der Micha versucht, hier mitzutrainieren. So, ich gehe jetzt mal hier hin, mute kurz mein Mikrofon und bin aber nur kurz weg, 5 Minuten, hau mir ein bisschen was in den Schnabel rein, rennt nicht weg, nutzt die Zeit auch, holt euch was zu trinken oder zu essen oder geht aufs Töpfchen. Auf jeden Fall haut nicht ab, denn es geht hier gleich weiter mit New Babbage, mit Star Citizen, mit dem Uli und mit dem lieben Micha, der sich da hinten Schwangerschaftsgymnastik, guck mal, wie die sich da langrobben, das sieht so bescheuert aus. Das ist geil. Also im Prinzip, dass sich die anderen jetzt nicht gerade belästigt fühlen, ist wirklich ein Wunder. So, warum habe ich deinen Discord nicht mehr? Überleg. Ich glaube, ich habe das gar nicht hier eingetragen. So, Freunde, ich mache die Kamera wieder so. Nee, so. Geh kurz eine Pause machen. Und ich hoffe, dass ihr nicht abhaut, sondern da bleibt. Also bis gleich. Tschüss.
So, Freunde, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Ich habe versucht, die Pause so schnell wie möglich zu machen und konnte schon sehen, dass der Micha und ich weiß nicht, wer ist das denn? Ist es hier Ghost Rider? Ist es hier der liebe Ghost? Könnte auch was? Feiger sein. Oder der Feiger. Könnte auch der Feiger sein. So. Dass die schon so ein bisschen die Leute hier vertrieben haben von der Tanzfläche. Guten Abend, liebe Weltraumgemeinde. Hallo, lieber Micha. Hallo, lieber Micha. Ensidele, der Micha. Schön, dass du da bist. Und ja, wir haben gerade eine Pause gemacht und jetzt geht es weiter. Jetzt kommen wir im Prinzip in den Bereich, den wir uns zum Schluss aufgespart haben. Es ist ein bisschen schade, dass jetzt das im Prinzip schon so bei fortgeschrittenem Stream ist. Deswegen könnte man theoretisch das auch in der Mitte teilen und daraus eine zweite YouTube-Folge machen. Ich muss mal überlegen. Theoretisch könnte man das machen. Ich muss mal überlegen. So, Freunde, wir machen jetzt weiter mit unserem Rundgang. Und das ist wirklich extrem geil. Während die zwei Jungs sich hier noch einen abhampeln und mit ihren GI-mäßigen Rob-Bewegungen, die aber überhaupt nichts mit Liegestütze oder mit sonst was zu tun haben. Herrlich, das ist ja ein geiler Helm hier. Der sieht ja aus wie ein Stirn. Ja, das hat, glaube ich, wenig mit dem Sport zu tun, der hier getrieben wird. So sollte das aussehen, Freunde. Oder so. Und das hier ist eher... da fühle ich mich eher bedroht, wenn jemand durch mein Zimmer so kriecht. So, Freunde, wir machen jetzt eine kleine Rundtour, damit wir uns hier nicht festquatschen. Ja? Wir gucken uns erstmal hier diesen Raum an. Hier geht es noch weiter mit Fitnessgeräten. Hier ist später dann der Ort, wo man seinen Bizeps trainieren kann und wo man richtig schön flexen kann. Danach haut man dieser Figur ein bisschen einen auf die Schnauze oder diesen Boxsack, einfach um sich ein wenig abzureagieren. Und dann kann man hier, so wie dieses Mädel, die offensichtlich, ja, das ist eigentlich eine ganz nette, die hat, was hatten die da eigentlich an? Ein RSI-T-Shirt, so wie es aussieht. So, dann kann man hier ein bisschen chillen. You are capable of great things. Ja, hier werden die guten, positiven Energien. Positivity is a boundless source of inspiration. Hier kommt man wieder klar, wenn man hier trainiert hat und dann ein wenig da hinten in diesem Bereich war, auf der grünen Wiese und Liegestütze gemacht hat und auch generell mit diesem ganzen Setting. Das Ganze hier sieht aus, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich war mal bei Microsoft in Wien und bei diesen ganzen hochkarätigen Tech-Firmen, Microsoft, Apple, Google und so weiter. Da sieht es hier teilweise auch so aus. Nicht ganz so krass wie hier, aber so ein wenig soll das Ganze an solche Firmen erinnern. So, hier geht es nachher weiter, da laufen wir lang. Jetzt schauen wir uns erstmal diese Bude hier an. Hier kann man bei diesem netten... Ja. Bei diesem netten Herrn kann man Snacks kaufen. So, ich muss jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Ich bin schon wieder voll am Sabbeln und habe schon wieder ein mega trockenes Maul. Boah. Und muss ein bisschen... hier, 95%. Ich muss dringend was trinken. Auch in-game, meine ich. Wir sind genau am richtigen Ort. So, Freunde. 95%. Ihr seht es hier unten. Hier wird richtig was gefuttert. Micha hat seinen Helm abgenommen. Sehr schön. So, das werde ich jetzt erstmal auch machen. Ich muss mal gucken, ob ich das noch schnalle, wie das geht. Actions, glaube ich. Und dann Player. Warte mal kurz, ich bin hier gerade im Menü. Force Respawn. Nein, auf keinen Fall. Back. Warte mal, Back. Irgendwo muss hier Item Actions.
Helmet unequip. So. Jetzt müsste ich meinen Helm abgenommen haben. Sehr schön. Ich habe meinen Helm abgenommen. Mal gucken, wie ich aussehe. Ja, es geht ja noch. Ich habe gedacht, dass ich wesentlich hässlicher bin. Aber es geht noch. Es geht noch. So, Freunde, jetzt werden wir uns erstmal was zum Trinken kaufen. Ich glaube hier. Synergy heißt das Zeug. More Info. Quick Buy. Ich mach mal More Info. Okay, Confirm Purchase. Good purchase. So, jetzt habe ich dieses leckere Getränk. Und jetzt kann ich das, glaube ich, einfach mir reinhauen. Warte mal. Ach so, warte mal, ich gehe mal lieber weg von... Scheiße, warte mal, ich gehe mal lieber weg von... So. Habe ich das jetzt noch? Ah, hier. So, jetzt haue ich mir das rein. Drink. Und jetzt bin ich hier auf 100%. Ich glaube, ich nehme aber nochmal ein Schlückchen, damit es länger hält. Ich glaube, ich sauf das Ding gleich leer. 100% sind zwar 100%, mehr als 100% geht nicht, aber ich glaube, ich kann das... Obwohl, nee, ich kann das, glaube ich, lagern. Warte mal. Ich kann das, glaube ich, lagern. Dann mache ich hier... Nee, Stow. Warte mal, gerade eben hatte ich aber noch Stow irgendwo gesehen. Nee, ich kann es nur platzieren. Also, dann saufe ich es lieber leer. So. Wenn du rechte Maustaste drückst und Rebinding machst mit einem Buchstaben deiner Wahl, H für Helm bietet sich an, kannst du mit der Taste H den Helm ab- und aufsetzen, ohne irgendwelchen blöden Menüsachen. Einmal auf kann man das nicht mehr wegpacken. Ist noch ein Bug, schätze ich mal. Okay, ich werde das gleich machen mit dem Helm. Ich saufe jetzt erstmal hier diese Pulle leer, Freunde. Und dann kaufe ich mir, glaube ich, noch eine. Ich glaube, sie müsste jetzt leer sein. Ja, jetzt ist sie leer. So. Und jetzt stelle ich die dahin, weil ich könnte sie theoretisch jetzt auch... Nee, sie liegt da. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich könnte sie theoretisch auch wegballern, aber so assi bin ich nicht. Aber mein Char hat entschieden, dass er es schon von alleine macht. So. Hier kaufe ich erstmal was zum Futtern. Bacon Club Sandwich. Den haue ich mir auch rein. So, der ist weg. So, wir haben gefuttert und getrunken. Wir sind wieder am Start. Und jetzt habt ihr gerade geschrieben, wenn du die rechte Maustaste drückst und Rebinding machst. Mit einem Buchstaben, warte mal. Also ich drücke jetzt die rechte Maustaste, aber da passiert nichts. Ich mache einfach hier wieder Menü, Freunde. So, peng. Jetzt habe ich meinen Helm wieder auf. Das ging relativ ohne Probleme, muss ich sagen. F gedrückt hat, eine rechte Taste. Genau, habe ich gemacht. Ja, habe ich gemacht. Also das ist das, was ich gemacht habe. Wenn ich jetzt hier F drücke und rechte Taste, dann geht es hier drauf. Jetzt habe ich hier direkt Helmet, Equip und Unequip. Und das war jetzt für mich gar nicht so schlimm. Also ich finde das nicht so... Ich finde das nicht so dramatisch. Aber H für Helm. Aber dann kommt immer wieder das Ding, das muss man sich dann merken. Und okay, also ich probiere es mal. Aber das Problem ist, dass man dann so rechte Maustaste. Aha, Rebinding. Ah, okay. Und dann Waiting for Input. Yes.
Ha, okay. Jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt drücke ich Taste H. Ah, okay. Sehr schön animiert, Freunde. Aber wenn ich jetzt wieder H drücke, passiert nichts. Doch. Okay. Die Gefahr ist aber trotzdem. Ich habe keinen Bock. H ist jetzt. Na. Okay. Also ich versuche. Ich lasse es mal so. Aber ich befürchte natürlich. Jetzt ist es aber ein bisschen buggy, oder? Ich befürchte natürlich, dass ich, wenn ich mal draußen im Schnee bin und dann aus Versehen mal den Helm absetze, weil ich auf Taste H komme und dann verrecke ich, das möchte ich auf jeden Fall verhindern, ja? So, Freunde, weiter geht's. Wir haben gefuttert und ich mache trotzdem diesen. Wir haben jetzt gefuttert und wir haben getrunken. Uns geht es sehr gut. Alles ist fein. Das haben wir erledigt. Da kommen wir her. Jetzt drehen wir hier nochmal eine kleine Runde. Einfach um es abzuschließen. Weil wir hier so gesund sind, gibt es hier natürlich auch einen geilen Bioladen. Ja, mit Biogetränken, mit Gemüse, mit Obst, mit frischen Sachen, mit einem extrem motivierten Shopkeeper, der eine, wie ich gehört habe, in dem Video Körperspannung hat, wie sie ihresgleichen sucht. Der Typ, der steht den ganzen Tag so da mit ausgestreckten Armen. So, ich weiß nicht, ob man den Scheiß kaufen kann. Garcia's Green, das kann man auch kaufen und trinken. Das ist ein Smoothie. Kann man das hier auch kaufen? Ja, man kann das hier auch kaufen. Melone. Worauf hätte ich denn mal Bock hier? Ich glaube auf nichts. Ich habe mir ein Sandwich reingezogen. Und ich esse schon in meinem normalen Leben genug Obst. Ich habe jetzt keine Lust, hier noch im Spiel mit anzufangen. Der Micha, der vermüllt hier wieder den ganzen schönen, sauber geleckten Laden. Und schaut euch diese Lampe an. Ein G für Garcia's Green. Das ist wirklich liebevoll ohne Ende, mit echtem Rasen unter den Füßen. Hier fühlt man sich wohl. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind ja auf einem Mond und wir sind mitten im Weltraum. Und alles, was auf diesen Raumstationen ein wenig, oder nee, wir sind, glaube ich, auf einem Planeten. Aber ihr habt ja gesehen, wie unwirtlich das draußen ist. Alles, was das Ganze hier drin ein wenig angenehmer macht, ist natürlich schön. So, genau, man merkt, wenn ich den Helm absetze, mitten im Spiel. So, weiter geht's. Wir haben diesen Laden gesehen. Hier gehen wir gleich rein, Freunde. Jetzt gucken wir uns die Tante noch an. Ask about the location, ask about the planet, ask about the city, ask about the greeter. Ask for a joke and that's all. Ich glaube, ich frage sie mal nach einem Witz. Have you heard this one? What do you call a spaceship that's flying without a pilot? Dangerous. Süß. Sie gibt sich auf jeden Fall Mühe. Ich habe den Witz jetzt gar nicht kapiert, ehrlich gesagt. Ich frage sie immer nach der Location. The latest generation of Microtech new SimPods provides a smoother, richer simulation than ever before. From sim games to cutting-edge training programs, virtual reality has never looked more vibrant. Thanks to the Muse's completely overhauled next-gen Lament graphical processor. What will the Muse inspire you to experience today? Vielen, vielen Dank für die Info. Ich habe überhaupt nicht zugehört, aber ihr müsst euch vorstellen, dass alleine für die hier Face Capture und Performance Capture und so weiter, da war richtig ein Schauspieler am Start. Mich hat's auch gefreut. So, und alleine nur für diese Figur, die hier steht als Hologramm und unsere Fragen beantworten kann. Und das ist schon echt ein richtig cooler Aufwand, finde ich. So, hier ist eine Bar. Ich gucke mir hier nochmal alles an. Hier gibt es auch Getränke. Obst. Einen beschäftigten Shopkeeper. Oh, Eis. Was ist das denn? Ernest Family Farms Chibanzu Ice Cream. Ich glaube, ich ziehe mir ein Eis rein. Ich muss mir im Spiel ein Eis kaufen. Sorry, ich muss es tun. I think you're gonna be happy with that.
Ja, ich glaube auch, dass ich sehr happy damit bin. Denn genau das würde ich jetzt auch gerne tun. So, deswegen ziehe ich mir das jetzt direkt rein, Freunde. Kann ich das nicht essen? Hallo, ich will ein Eis essen. Hä? Wieso geht das jetzt nicht? Ich werde verrückt, ich kann hier im Spiel kein Eis essen. Wie grausam ist das? Wo ist das Menü, Freunde? Ist das Eisbuggy? Ich habe mir jetzt ein Eis gekriegt. Ich laufe jetzt die ganze Zeit mit dieser Eistüte in der Hand rum. Wie so ein Zwölfjähriger. Nein, das gibt's nicht. Oh Mann. Okay, alles klar. Gut. Das ist das Schicksal meines Lebens gerade, Freunde. Ich kann nicht mal im Spiel ein Eis essen. Nein, es geht nicht. Das ist ja eine Sauerei. Bestimmt Buggy. Okay, dann rennen wir jetzt cool mit der Eistüte in der Hand durch die Gegend, Freunde. Sehr schön. So. Und dann geht es weiter. Wir gehen jetzt mal. Nee, ich wollte da hinten rein. Hier war ich nämlich noch gar nicht drin. Uli, du hast den Helm noch auf, deswegen geht das nicht mit dem Eis. Ach, ich hab den Helm auf. Okay, alles klar, warte mal. Ja, denn, hä, bin ich jetzt grau geworden? Was ist denn hier los? Nee, es sah so aus. Okay. So, jetzt werde ich mir das Eis reinpfeifen. Das ist ja Guten natürlich. Appetit. Nee, es geht aber auch so nicht. Es geht auch so nicht. Ich kann mein Weiß, Eis dass du nicht, dich entlassen. nee. Tja, Pech gehabt, Freundchen. Ja, so eine Scheiße, hey. Das ist hier wie im echten Leben. Im echten Leben wäre das so: guckt Helen gerade irgendwo? Ist sie irgendwo? Hä? Und dann würde ich sagen: ja, zack, rein mit dem Teil. Aber ich kann es mir ja gar nicht reinpfeifen. Es geht nicht. Es ist buggy, ja. Ich bin dazu verdammt, mit diesem Eis in der Hand Ja, wenn du ein rumzulaufen. neues Eis holst, geht das bestimmt. Nee, ich möchte das Eis jetzt mit mir rumtragen, so bis es meine Rüstung komplett vollgekleckert hat. Was hat die? Ich wollte gerade mal gucken, was die für Schuhe hat. So, Freunde, weiter geht's. Wir gehen jetzt hier rein. Ich ziehe mir jetzt ein zweites rein. Das hier ist, was genau? Hier war ich noch nie drin. Es müsste hier stehen, glaube ich. Hier geht's zur Promenade. Das müsste die Plaza sein, glaube ich, hier. Das hier müsste die Plaza sein. Mel sagt, ich muss leider schlafen gehen. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht, Mel. Schlaf gut. Und schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag. Ja, erhol dich gut und wir sehen uns wieder nächste Woche im Stream. Da geht es dann weiter. So. So, ich behalte meinen Helm auf und das Eis fest in der Hand. Factory Line. So, wir schauen uns hier mal unten um. Hier war ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was es hier zu sehen gibt. Hier müsste theoretisch die ganze Handelsgeschichte sein. Oh ja, hier, sehr geil. Hier, das sind die Monde, die mit Patch 3.9 neu ins Spiel gekommen sind. Die stehen hier im Prinzip ausgestellt. Das sind die Monde von Microtech. Das ist der Mond Clio, den wir hier sehen können. Und die sind hier alle schön verteilt. Hier auf der Plaza, hier ist ein Bürogebäude, hier sind lauter Bürogebäude. Hier in diese ganzen Räume kommt man, glaube ich, noch gar nicht rein. Hier ist eine Lounge, ein Loungebereich.
der auch so richtig nach Microsoft oder Google oder nach diesen Tech-Firmen aussieht. Jeder Sessel sieht anders aus, so wie das sein muss. Mit Kaffeemaschine, mit Pflanzen, mit einer chilligen Ecke. Das ist wirklich geil. Und mit einem... mit einem echt schönen, gemütlichen und die Sinne beruhigenden und benebelnden Deckenlicht, Freunde. Sehr geil. Also, wenn man sich irgendwo treffen würde... Wen haben wir denn hier? Das ist der Feiger wahrscheinlich. Der hat sich hier... geil. Der hat sich hier in richtig fiese Klamotten... Ich glaube, ich kleide mich auch gleich noch ein, Freunde. Ich glaube, ich hole mir auch noch richtig fiese Ausgehklamotten. So, hier geht es nirgendwo rein. Das ist alles noch zu. Das wird später noch geöffnet. So, das ist, glaube ich, der nächste Mond von Microtech, den sie hier als Ausstellungsstück präsentieren. Das ist der Mond Euterpe, müsste das heißen. Euterpe. Also, wenn ich raten müsste, würde das ausgesprochen sein Euterpe, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe nie ein Video gesehen, wo das ausgesprochen wurde. Ich habe schon jetzt länger keine Entwickler-Videos verfolgt. Schreibt mir doch mal bitte in den Chat, ob ich es richtig ausgesprochen habe oder ob es komplett falsch und scheiße war. Ich hoffe nicht. So, hier sind richtig schöne außerirdische Pflanzen. Das möchte man auf jeden Fall bei sich im Wohnzimmer haben. Diese Pflanze sieht so aus, als wenn sie sehr wenig Pflege braucht und auch fast überhaupt kein Wasser. Das ist eine Elysian Bloom, also eine elysische Blume, würde ich das jetzt mal übersetzen. Hier ist Shubin Interstellar. Eine Lounge. Vielleicht sind das später Sachen von Fluggesellschaften, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist hier der ganze Bereich, wo gehandelt wird. Und ich glaube, hier in die Mitte müsste ich doch theoretisch auch reinkommen. Wenn es noch nicht zu ist. Aber theoretisch müsste ich hier reinkommen, aber im Moment geht es noch nicht. Und ihr seht auch, überall ist Werbung für das MobiGlas 2. Das liegt daran, dass das MobiGlas, was wir hier verwenden, das ist ja diese Geschichte hier. Das ist das sogenannte MobiGlas, also im Prinzip meine persönliche Augmented Reality mäßige Brille, mit der ich im Prinzip alles, was mich betrifft, handhaben kann. Zum Beispiel Sachen kaufen, bestellen und so weiter. Ich glaube, hier geht's rein, oder? Ja, ich habe es gefunden. Sehr geil. Und das MobiGlas wird eben hier auf Microtech entwickelt. Oh, sehr geil. Guck mal hier. Das ist die Trading-Konsole. Sehr schön. Wir haben sie gefunden. Da bin ich froh. So, hier, das wird später auf Microtech der Handels... der Punkt sein, wo man handeln kann. Und später im Spiel soll ja auch implementiert werden, dass man wie in einem Auktionshaus oder wie an einer Börse im Prinzip mit Waren handeln kann. Und da werden diese ganzen Dinge hier auch letzten Endes ihre wahre Funktion haben. Jetzt ist das im Moment eine wunderschöne Animation, die noch gar nicht so richtig aussagekräftig ist. Aber ihr seht, wenn man hier mal ranzoomt, auch das ist mehr als geil. Schön scharf. So, und hier sehen wir ein paar Elemente, die es in Star Citizen geben wird. Diamanten gehören dazu. Europium, Helium, Polonium, Rubidium. Das ganze Zeug kann man später handeln, traden, abbauen. Wahrscheinlich per Bergbau. Und boah, guckt euch mal dieses Logo an. Geil. Ist das nicht geil? Also das ist ja wohl ein grafischer Augenschmaus der Extraklasse, wie das hier spiegelt.
Also sowas würde ich auch bei mir im Boden haben. Mit dem Blau da drüber, das ist ja wirklich geil. Stell dich mal vor, ihr kommt irgendwo rein bei jemandem zu Hause und dann ist das im Flur drin. Also das ist ja hammermäßig. So. Mit dem Typ kann man noch nicht quatschen. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Sehr cool. Jetzt gehen wir hier hinten nochmal rum. Drehen eine kleine Runde. So, der Marcel sagt, auch interessant, dass man sich verkleiden kann und nicht nur in Rüstung rumlaufen muss. Nein, kann man nicht. Ich glaube, das ist der Micha hier. Schaut ihn euch... Hä? Bist du das? Ich werde mir auch... Wo habt ihr denn die ganzen Klamotten her? Ich will mir auch was anziehen, aber das machen wir gleich. So, jetzt gehen wir hier raus. Bei Tagen gekauft. Kommen wir gleich hin. Ja, ja, ihr seid schon alle weitergerannt, weil ich mich hier zu lange aufhalte. Aber ich lasse mir einfach Zeit, Freunde. Aber die, So, wir geben jetzt ein wenig Gas. Hoffentlich komme ich hier raus. Das ist auch richtig so, so schön, wie das hier ist. Ja, das ist auch so. Das muss man einfach genießen. Aber ich bin auch am Kämpfen. Blöd, dass wir hier nicht in der Nacht sind. Da ist die Lichtstimmung einfach besser hier. Aber es wird jetzt dunkel. Ja, ja. Ja, ja, wenn das da oben alles dunkel ist. Ich finde das aber im Moment ganz schön. Wo ist denn hier der Ausgang, verdammte Axt? Der müsste hier sein, oder? Business Quadrant. Exit, hier geht's raus. So. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir weiter, Freunde. Jetzt kommt der Bereich, der richtig rockt. Das ist schade. Normalerweise, wenn es gut ist, da leuchten die Steine ja kalt aus. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber es ist ja noch nicht dunkel. Es wird ja erst noch dunkel. Der Micha meint gerade, dass hier die Steine an der Kletterwand leuchten. Nacht lohnt sich dann auch die Promenade. Also ich habe gehört, dass die Promenade... Dass die Lichtstimmung sich nach Tageszeit ändert. Ja? Ja, das finde ich auch mega geil. Hier kann man wieder nach oben. Das machen wir nicht. Wir waren ja schon. So, und jetzt gehen wir hier in die Promenade, Freunde. Hier leuchtet alles schön, wenn es dunkel ist. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber ich habe auch schon gesehen, dass die Leute sagen, dass es geiler ist, wenn es tags ist, weil man dann hier im Prinzip rausgucken kann. Und das sieht schon extrem cool aus. Auch wenn es jetzt ein wenig laggt, aber ich glaube einfach, dass der Server wieder ein wenig am Rumspacken ist. Ich möchte jetzt aber nicht reconnecten. Wir machen das jetzt einfach weiter so. Aber diese Promenade ist wirklich... Nee, das ist normal an der Stelle, dass es laggt hier. Ja, ist es normal? Laggt das bei dir auch mit deiner 2080 Ti? Ja, ich hab mega die FPS-Einbrüche hier, ja. Echt? Okay, dann bin ich beruhigt. Weil ich streame ja auch noch und dafür läuft's ja echt spitze. Aber das sieht wirklich unfassbar geil aus. Ich finde es jetzt auch am Tag unglaublich geil. Diese ganzen Sachen, die werden alle noch, die werden alle natürlich noch optimiert. So, und da ist Swiss Manit da. Hallo Jan, das ist mein Kollege Jan. Hallo Jan, der fragt, was ist das für ein Spiel? Das ist Star Citizen, mein Freund. Eine supergeile Weltraumsimulation und wir schauen uns hier gerade den neuesten Raumhafen an, auf dem Planeten Microtech, und wir kommen jetzt gleich an einen Ort, der dir als Jungspund vermutlich extrem zusagen wird, aber das siehst du gleich. So. Oh, hier schön. Das ist extrem geil, ich finde das hier schon geil. Ich möchte jetzt wissen, was das für eine Pflanze ist. Das ist eine Midnight Calathea. Was für ein riesen geiles Ding. So, und jetzt geht's los, Freunde. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo die Party abgeht. Aber ich sehe gerade, hier geht im Moment gar keine Party ab. Das liegt daran, dass es noch Tag ist, Freunde. Erst am Abend
ballert hier die Musik. Aber auch am Tag sieht das hier mega, mega, mega geil aus. Wunderschön. Mit dem Restlicht von hier oben. Aber wenn hier Nacht ist, glaube ich, ist hier oben irgendwo ein DJ. Und dann ballert hier richtig die Mucke. Aber am Tag ist das auch... Du kannst tagsüber auch die Raumstation erkennen. Die Raumstation? Du meinst New Port Tressler? Ihr müsst hier oben. Ja, genau. Wo? Warte, ich guck mal dahin, wo du... Das wäre was für Helen. Die ist ja so eine Sternguckerin. Also ich sehe Port Tressler jetzt noch nicht. Am Tag sieht das hier ja mega aus. Tageszeit, ich denke, das müsste, wenn es richtig tags ist, dann erkennst du die. Also kann es nicht sein, dass man sie erkennt, wenn es Nacht ist? Das sieht ja unfassbar geil aus hier. Kann man sich hier hinsetzen? Nee, kann man leider nicht. Kann man leider nicht. Boah, ist das geil. Also diese Farben hier, das finde ich extrem geil. Läuft noch keine Musik, erst wenn es dunkel ist. Port Tressler sieht man bei Nacht, sagt der Markus auch. Ich hätte auch gesagt bei Nacht. So, jetzt kaufen wir uns erstmal Klamotten, Freunde. Und zwar müssen wir da, glaube ich, ich laufe mal hier lang. Boah, guckt euch das mal an. Allein diese Lichter hier an der Decke. Ist doch unglaublich. Schaut euch das mal an hier. So, mal gucken. Vielleicht gibt es einen Dance-Emote. Actions. Item Actions, Mobiglass, Weapon Selection, Player, Emote. So, jetzt mal gucken. Bla, Board, Bow, Burp, Agree, Angry, At Ease, Attention. Hier geht's weiter. Warte mal. Disagree, Dance. So, Dance machen wir. So, jetzt geht's ab, Freunde. Das ist doch mal ein echter Ulinator-mäßiger Tanzstil. Vor allem in voller Montur. Ich muss mir nachher dringend Klamotten kaufen. Ja, das ist Wahnsinn. Also diese ganzen Sachen hier am Boden alleine schon. Und diese Kugeln hier runterfallen, das ist natürlich alles Science Fiction, Freunde. Das geht in echt nicht. Sehr geil. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt Klamotten kaufen. Du willst jetzt... Lass uns hier oben lang. Wir kommen hier auch lang. Ich lasse ihn einfach mal da lang rennen. So, hier ist die nächste Tanz... Ah ne, okay, ich laufe ihm hinterher, weil nachher gehen wir da dann ein wenig tanzen. Ich glaube aber nicht, dass ich mir so einen... Ich glaube, jetzt fängt hier schon so langsam die Musik an. Da ist er. Da ist der Micha. Okay. Ich bin da. Die Lichtstimmung und Musik geht los. Hier siehst du auch, guck mal, die waren hier vorne gar nicht an. Genau. Jetzt ändert sich so langsam das Ganze. Die Mucke geht an. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hin, oder? Nee, Apparelli müssen wir hin. New Babbage ist meine neue Heimat. Genial, meine auch. Also ich finde das hier mega, mega, mega geil. Ich finde sie unfassbar. Ich werde immer hier ein- und ausloggen. So, dieses Ding hier, Micha, schau mal kurz. Komm mal kurz zu mir.
Sind das hier Klamotten, die warm halten gegen die Kälte? Kälte, ne? Das sieht so aus, gell? Aber es sieht halt auch scheiße aus. Das sieht so aus wie einer, der in der Mülltonne lebt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wärmer ist als mein Raumanzug. Also ich tendiere eher zu einem Raumanzug. Soap 8 hostet diesen Stream mit 4 Zuschauern. Vielen Dank, Soap 8, für deinen Host. Mega, mega lieb. Dafür kriegst du von mir ein Herz. Vielen, vielen Dank. Das schätze ich sehr. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Und dieser Apparelli-Shop, den habe ich leer gekauft, sagt Pusher 91. Ich werde mir jetzt Klamotten kaufen. Eine Garnitur für geil, ja. Einfach irgendwas, was man sich anziehen kann, was gut aussieht, wenn man in die Disse geht. Der sieht auch gut aus hier. Ich lasse mich mal von Micha beraten. In weiß. In weiß finde ich ihn ein wenig. Ich finde ihn eigentlich, ja. Na, ich meine, ich finde ja diese mit den wirklichen Bildern ganz cool. Ja, das finde ich auch cool. Den gibt es dann auch, so wie ich ihn habe, nochmal in weiß. Und dann kann man sich nochmal eine Jacke drüber ziehen. Ja, das ist geil. Aber Beispiel, das ist mein Pullover. Stimmt. Oh Mann, hey, wir gehen shoppen, mein Freund. Hättest du das gedacht, dass wir heute shoppen gehen? So, ja. I am Lunitz ist jetzt Follower. Und Ace Dracknil und Atexlock ist da. Vielen, vielen Dank, Freunde. Jetzt geht's ja wieder voll ab. Schön, dass ihr vorbeiguckt. Und vielen Dank für dein Follow. Teddy91 ist jetzt auch Follower. Vielen, vielen Dank, Teddy91, für dein Follow. Vielen, vielen Dank, das ist sehr nett. Ich glaube, ich werde mir aber diesen weißen Anzug kaufen. Einfach, weil ich das privat, ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen, ob ich das anziehen würde oder ob ich es nicht anziehen würde. Aber das ist ja schweineteuer, das Zeug, oder? Obwohl, was soll's. Das ist Jacke und Hose, oder? Die Schuhe gibt's auch noch. Das Jacket kostet 8 Riesen. Ah ja, okay. Was gibt's hier noch? Kann ich nicht das einfach über so ein... Ach, guck mal, hier gibt's noch Schuhe. Kino Olive. Ja, das ist schon alles sehr geil. Also ich kaufe mir jetzt so richtig fiese... Also ich kaufe mir erstmal die Latschen. Die werden ein... Oder passen die dazu? Nee, ich glaube, die hier sind besser, oder? Nee, ich kaufe mir diesen weißen Anzug, Freunde. Ich muss nur gucken, ob ich die Schuhe auswählen kann. Genau. Kaufen. Ja, so, eiversweit. Musst du runterscrollen oder hier an der Seite kannst du die Schuhe auch kaufen. Okay, warte mal. Die kaufe ich mir, die Schuhe. Will be delivered on person. So, jetzt brauche ich nur noch die Hose. Den weißen Anzug, ich habe den schwarzen. Was, einen schwarzen? Ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen. So, das Sakko wird noch gekauft. Den hier vorne. 8000 Eier kostet das Ding. Das ist ja quasi fast geschenkt. So, jetzt will ich noch die Hose haben. ein Sakko für 8000, also... Aber egal, wir gönnen uns ja sonst nichts. Jetzt kommt noch die passende Pantalone dazu, die ist quasi ein, ja, das ist quasi ein, ist ja quasi geschenkt. Ich bin hier mit einem Auge auf dem Chat, Moment. So beacht, holla. Ja, habe ich gerne gemacht. Sorry, dass ich erst jetzt reagiere. Sorry für groß, blieb hängen. Wie geht's dir und dem Chat? Uns geht's prima. Ja, wir gucken uns gerade Star Citizen Patch 3.9 an. Und zwar New Babbage. Wir sind jetzt gerade bei Commons. Und jetzt haben wir uns einen geilen Anzug gekauft, Freunde. Und die ganze Klamottage, die werde ich mir jetzt anziehen, weil es wird dunkel. Ihr habt gesehen, Freunde, es wird dunkel. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir uns geil anziehen. So, Freunde, brauchen wir einen Anders-Suit? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen keinen Anders-Suit.
So, Clothing. Ah ja, okay. Shirt. Ach, guck mal, ich habe ja schon geile Klamotten. Ich sehe ja ganz schön... Ich sehe ja eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich bin ja gar nicht so hässlich, wie ich dachte. So, Skellig Dark, das ist die Hose, die ich jetzt anhab. Wir nehmen natürlich die weiße Pantalone dazu. Footwear, eigentlich ist das so ganz cool. Aber ich nehme die weißen Stiefel, das ist richtig heftig fies. So, wir haben keinen Hut, aber das ist auf jeden Fall, so kann man sich hier zeigen, würde ich jetzt mal sagen. Das Problem ist nur, man darf so nicht rausgehen nachher. Das heißt, wenn wir es heute überhaupt machen, ich denke, wir machen es heute nicht, aber wenn wir nachher in den Weltraum gehen, dann sollte man andere Klamotten anziehen. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal so aus, wie jemand, der in die Disco geht. Und da gehen wir jetzt hin, Freunde. Ich gehe noch mal kurz hier rein, denn bevor wir uns hier ein wenig Party gönnen, pfeife ich mir noch einen Burger rein. Schaut euch das mal an. Chicken Wham, Veggie Wham, den auf gar keinen Fall. Wham Burger. Wham Burger. Ich glaube, der Wham Burger, der wird es. Nochmal? Was? Sag nochmal, ich hab dich nicht gehört. Das ist auch gleich wieder schief bei der Diät. Wenigstens digital. Ja, eben. Ist mir doch egal. So, hier, zack. Quick Buy. 10 Eier kostet der. So, leere Hand. Hallo? Hi, oh Mann, hey. Ich habe echt Pech hier im Spiel. Ich konnte mein Eis nicht essen, Freunde. Und der Burger, den ich mir gekauft habe, ich habe gedacht, ich sehe jetzt hier knusprig gebratenes Fleisch. Aber der Burger, der war unsichtbar, Mann. Wie echt, das ist wirklich das Letzte. Wie fies ist das? So, geil. Gibt es hier einen Hintereingang, wo ich reingehen kann? Kann ich hier vielleicht die... Das Spiel weiß, dass du auf Diät bist. Ja, das Spiel weiß, dass ich auf Diät bin, genau. Das Spiel stellt sich auf den Spieler ein. So. Jetzt drehen wir hier nochmal die Runde zu Ende. So. Und schaut euch das an, Freunde. Das ist doch was, oder? Da freut er sich. Uli, willst du deinen Zuschauern mal was Cooles zeigen? Komm mal kurz mit. Ja. Jetzt guck mal nach oben, drück F und zoom mal an die Raumstation dran. Zoom mal an was ran? Da können wir hinfliegen. Die Raumstation. Port Tressler, meinst du? Ich sehe die gerade gar nicht. Hier ist so viel Laserlicht, ich kann die Raumstation gar nicht erkennen. Oh, da ist sie. Wo? Hier? Ah, da! Wie geil! Ja, da ist sie. Port Tressler. Das ist die Raumstation über New Babbage. Ist das nicht geil? Uli, nicht wundern, wenn ich mal später antworte. Der Stream kommt immer etwas verzögert, das ist klar. Ist das cool? Da könnte man jetzt hinfliegen, wenn man Bock hätte. Ja, das machen wir auch. Damit, das ist das Letzte, was wir heute tun. Wir werden da hinfliegen. Obwohl, ich möchte ungerne, also ich würde gerne wieder hier spawnen. Sonst würde ich vorschlagen, geil, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Was ist das denn? Sublimate. Mistakes feed the furnace of innovation. Eisberg, so eine Figur. Das ist eine... das ist ein Kunstwerk, eine Eiskulptur. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Krass, ich finde das geil. Bisher war so das Game, was für mich so der Maßstab war für... Ich möchte auch so eine Brille haben.
So eine Brille? Ja, wir gucken doch mal da in den Klamottenladen. Vielleicht gibt's die Brille. Jetzt leckt es auch weniger wieder. Aber dieser Bereich ist einfach geil. Hä? Nochmal? Der ist aber extrem gechillt, der Typ, gell? Guck mal, wie der seine Knarre da hängen hat. Nice. Ach, ist das schön. Ach, der hat nur den Anderssuit, glaube ich, an, oder? Ist eigentlich auch ein geiler Look. Ja. Ah, mega. Ist der DJ. Ah, da oben, ja genau, ich habe mich eben schon gefragt. Ah, da ist er. Zoom mal ran auf seine Frisur. Ja, habe ich. Ich habe schon so nah wie es geht. Ah, der hat so ein Irokesen-Dings, oder? Warte mal, den möchte ich aber noch ein bisschen deutlicher sehen. Ja. Kommt man da oben hin zu dem Typ? Nee, gell? Kann ich den von hier sehen? Ah ja, hier kann ich den auch sehen. Da ist er. Da oben ist der DJ, Freunde. Der macht die Mucke über dem Wasserfall. Das ist doch wirklich geil. So, sieht mega cool aus, finde ich auch. So, Sob 8 sagt, so, ich bin dann mal weg, hab noch einen schönen Abend, wir sehen uns im Universum. Vielen Dank, dass du da warst, Sob 8. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Schau mal hier vorbei oder da. Dann bist du über alles informiert. Also, und dann bis zum nächsten Mal, ja, bis zur nächsten Woche oder so. Nächsten Samstag geht es weiter mit Star Citizen mit einem neuen Stream. Und dieser Stream hier, der kommt auf YouTube. Schon extrem geil. Also New Babbage ist wirklich extrem geil. Mich gar nicht satt sehen. Hier sind so viele Details. Ja, das ist einfach geil. Kann man hier was saufen? Hier muss doch ein Barkeeper sein. Ich möchte auf jeden Fall was trinken. Ich glaube, das geht noch nicht. Nee, geht noch nicht, gell? Und hier so ein Glas nehmen geht auch noch nicht. Aber hier solche selbstbeleuchteten Theken, da stehe ich ja total drauf. Auf so Tische und Theken in Bars, die von unten beleuchtet sind. Wie bist denn du darüber gekommen? Ah lol, das geht ja. Wir bedienen uns einfach selber, Olli. Ja genau, Mann. Was wollen wir denn? Ich glaube, ich hau mir einfach diesen Siphon da rein. Hä? Wo guckst du gerade drauf? Was ist das hier? Schön gemacht mit den Flaschen. Ja, ja. Oh, hier, die haben alle das wirklich auch geile Texturen. Alles voll hochauflösend. Das ist ja mega Kult. Wie geil, Mann. Du kannst ja überall anzoomen. Das ist ja das Coole. Ne? Ja, ja. Wenn du anzoomst, das sieht einfach cool aus. Ja, das tut es. Hier, Absinth. Hier gibt es Absinth. Krass, da würde ich gleich alle Flaschen mitnehmen. Brown Butter Rum. Alter, sehr cool. Alter, 15 Jahre. Wo? Meinst du den Whisky hier oder was? 1, 2, 3, die vierte Reihe. Vierte Reihe, warte mal. Vier, hier oben.
Aber wahrscheinlich den da oben, meint er, oder? Black Steel Brown Butter Room. Ah ja, hier genau, ich sehe es, ich sehe es. Zweitfüßte Reihe hier. Ja, ja, geil. Sehr schön. Das wäre dein Ding, gell? So, ich würde sagen, weißt du, was wir jetzt noch machen? Ich finde es ja echt extrem geil. Ja, geil, Mann. Du hast hier wirklich überhaupt keine Selbstachtung. Mit welcher Taste kriecht man? Mit X, oder? Ah ja, genau. Ja. Ich will das auch. Ich will jetzt hier mit meinem weißen Anzug die Bar lang kriechen, Mann. So richtig, ja. Wir sollten auf jeden Fall den Rückweg noch zeigen, weil der sieht halt in der Nacht nochmal tat geiler aus. Finde ich persönlich. Du meinst in der Schwebebahn? Alles jetzt. Der Weg einfach wieder zurück. Ah ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Okay, dann machen wir uns auf den Rückweg. Ich glaube, hier sind wir richtig, oder? New Babbage, genau, hier geht's lang. Boah, das ist hier ein so dermaßener Augenschmaus, das ist unfassbar, wie das hier aussieht. Ja, das ist echt selber übertroffen. Das ist unglaublich. Ich finde diese Farbkombination auch hier, wenn man hier so guckt mit diesem Blau von den Konsolen und dann dem Gelb, das ist einfach so dermaßen schön gemacht, das ist unglaublich. Und es ist ja alles noch eine Alpha, Freunde, das ist ja alles noch irgendwie... so voll Entwicklungsstadium. Und sollte eigentlich noch... was das sein soll. Mega. Also das Einzige, was scheiße ist, ist im Moment die Performance, aber okay. Und jetzt sehen wir diesen ganzen Gang bei Nacht, so wie du es mir eben gesagt hast. Aber bei Nacht sieht das auch geil aus. Von hier müsste man noch die Raumstation auch sehen. Oh, guck dir das mal an hier. Gleich die Kletterwand. Ja. Aber guck mal, wie geil diese Skyline. Und hier steht wieder Feiger. Also ich finde es in der Nacht... Also ich persönlich finde es hübscher. Ja. Das ist einfach... Das ist Next Generation hier. Wahnsinn. Das ist richtig geil hier. Auch, weißt du, diese Fantasie, so ein bisschen ist, das habe ich gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja, das sieht spitze aus. Was ich auch gesehen habe, ist ja auch so ein bisschen, dass die ja immer auch nicht nur Science-Fiction denken und leben und fühlen in dem Spiel, also die Entwickler jetzt, sondern dass die auch immer versuchen, so die Entwicklung der Menschheit so vorwegzunehmen, ja, weil wir sollen uns ja quasi so als Star-Citizens in dieser Welt auch wohlfühlen und wiederfinden und diese ganzen Elemente, das ist einfach der Wahnsinn. Da ist die Raumstation. Ja, da ist sie, genau. Geil. Da ist unsere Raumstation, Port Tressler. Das ist schon extrem. Extrem cool. So, jetzt drücke ich nochmal hier. Resette ich nochmal die ganzen Ansichten.
Sehr schön. Sehr schön. So, der Daniel sagt, aber diese ganzen tollen Details und dieses Authentische bietet natürlich einen externen, einen extremen Nährboden, sich in diesem Spiel zu verlieren. Das stimmt, das stimmt. Also ich gehe davon aus, dass wenn du einen Job noch nebenbei hast und ein Leben und so, ja, dass es gut sein kann, dass es das einzige Spiel ist, was man spielt und dass man dann auch drin bleibt und irgendwie auch nicht mehr Zeit hat für andere Dinge im Sinne von andere Spiele, ja. Ich glaube, wenn Star Citizen, also das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Idee von Star Citizen, dass wenn man, wenn die das so fertig entwickeln, wie sie das vorhaben, dass auch jedes andere Spiel daneben echt Probleme haben wird, was dagegen zu setzen, weil was mir jetzt schon auffällt in der Alpha, ist einfach diese Größe, diese schiere Größe und diese ganzen Möglichkeiten, die einem so ein bisschen so das Gefühl geben von einer unbegrenzten Freiheit. Das ist einfach so das Ding. Das habe ich in keinem anderen Spiel. Vielleicht ist das auch im Moment noch vorgegaukelt. Vielleicht auch, wie du es beschreibst, ein Spiel, was es so noch nie gegeben hat. Genau. Was es so noch nie gegeben hat und was auf jeden Fall, also nehmen wir jetzt mal diesen Planeten. Natürlich, also man kann im Prinzip überall rumfahren, aber zum Beispiel diese Stadt, diese ganzen Gebäude, die wir gerade gesehen haben, man kann jetzt nicht in jedes Gebäude rein, das ist klar. Ja, man kann nicht durch jede Straße laufen, das ist auch klar. Aber das Ganze ist so gut versteckt und verpackt, dass es einem nicht auffällt. Und letzten Endes mit einem Bodenfahrzeug kannst du überall langfahren. Du kannst dir jede Ecke von diesem Planeten angucken. Und ich glaube, das meint der Feiger auch. Der ist auch völlig hin und weg von diesem Spiel. So, und er hier auch. Ach, das bist ja du wieder, Micha. Hast du wieder deinen Pulli angezogen? So, hier geht's nicht raus. Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder runter. Hier geht's zum Transit. Boah, es sind in 4K einfach so unglaublich schön. Das ist unglaublich, das ist wirklich unglaublich. Stockenscharfe Texturen. Ja, warte mal, ich zoome hier mal ran. Ja, sogar bei dem Zoom-Faktor sieht das noch geil aus. Also ist schon so ein Rechner muss schon richtig was können. Nee, hier geht's wieder zurück, oder? Hier geht's wieder zurück, genau. Warte mal, wir müssen runter, gell? Wir müssen hier runter. Ich würde jetzt gerne zurück zu Aspire, da wo wir im Prinzip angefangen haben, den Stream. Und dann würde ich für heute Feierabend machen, weil wenn wir jetzt noch aufbrechen in den Weltraum. Egal, nur die gleiche zu. Oh, scheiße. Scheiße. Ja, ich wollte gucken, ob das tatsächlich der richtige Zug ist, wo die hier eingestiegen sind. Aspire Grand, ja, es ist der richtige Zug, wie ihr seht. Ich habe meinen Jungs nicht vertraut, dass sie den richtigen Zug nehmen. Aber, tja, jetzt ist der Zug weg. So ist es, wenn man zu lange wartet. Und jetzt kann ich ihn konsequenterweise auch gar nicht hören. So, da ist der nächste Zug. Zum Glück ist der Fehler behebbar. Kann ich mich hier hinsetzen? Nee, kann ich nicht. Ich glaube, was ist jetzt die geilste Sicht? Ich glaube, so ein wenig Zug, so. Ein wenig Zug und ein wenig so nach oben. So. So ist, glaube ich, am besten. Und schon wieder glotze ich in die falsche Richtung, verdammte Axt. So. Oh, bei Nacht sieht das wirklich geil aus auch. Der Marcel sagt, mal schauen, wenn sich die ganze Corona-Krise und die Wirtschaft sich erholt hat, werde ich es mir vielleicht auch holen. Also auf jeden Fall, ich kann es nur empfehlen und es ist ja so, ich kriege jetzt keine Kohle dafür und will auch nicht groß Werbung machen. Aber
der Einstieg, was du reinstecken kannst in dieses ganze Ding hier, das ist nach oben offen, aber du kommst im Prinzip mit 50 Euro, kommst du im Prinzip schon hier rein. Du kannst rumfliegen, du kannst dir alles angucken und du bist schon mit drin, ja, du bist schon ein Star Citizen und du kannst dir später auch alle Inhalte im Spiel erspielen. Ah, da stehen sie. The capsule will be leaving the station momentarily. Da stehen sie Spalier, so muss es sein. Schon in voller Montur, das ist echt edel. Und das ist für mich das Zeichen, wir sollten uns andere Klamotten anziehen. So, Clothing, jetzt gehe ich hier auf Undersuit, das ist gut. So. Aha, das ist ja geil. Das kann man mit einem Ding, hat sich das gemerkt, was ich anhatte. Wie cool ist denn das? Warte mal. Hat er auch noch gleich die richtige Knarre gemacht? Weapons? Ja, die S38 habe ich da. Ja, das ist ja mega cool. Also der hat sich im Prinzip die letzte Auswahl gemerkt. So, jetzt möchte ich gucken, wie stehen denn die Jungs hier? Was für ein Emote ist denn das, wenn man so in Hab-8-Position steht? Warte mal. Also Feiger sein Emote kenne ich gar nicht. Meine ist, warte mal, Attention ist meine. Diese stillgestanden. Stillgestanden, warte mal, wie heißt denn das? At ease, Attention, ist es Attention? Stand clear of disembarking passengers. Ja, genau, Attention. Ja, genau, Attention. Das ist ja witzig. Ja, das sieht ja stark aus. Das sieht ja spitze aus. Oh, guck mal, er hier. Der Feiger wächst oder wer auch immer das ist. Das ist ja geil. So, wie komme ich hier aus dem Scheiß wieder raus? Ah ja, okay. Attention Dance. Ah ja, Exit wahrscheinlich, oder? Oder Z. Einfach bewegen, glaube ich. So. Ah, at ease. The capsule will be at ease. At ease ist das. Das finde ich cool. Ja, das sieht cool aus. Warte mal, ich stelle mich auch so hin. Ja, das ist cool. Ich stehe nicht ganz gerade, aber egal. Ja, wir können uns alle so hinstellen. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlussbild. So. Attention. Warte, ich muss gucken. Ah, scheiße, jetzt bin ich raus. Actions. Player. Emote. Die werde ich mir auf jeden Fall alle noch binden. Ah ja, okay, schau. At ease. Sehr schön. The capsule. Ist das nicht ein Anblick, Freunde? Ja, hast du ja jetzt hier in deinem Schnellaussuche-Modus. Und rauskommt tut man einfach, indem man sich vorwärts bewegt, oder? Ja, genau, dann kommt man raus. Okay. Sehr schön, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt. Wir sind jetzt Aspire, oder? Wo sind wir? Da, wo wir hin wollten, Aspire Grand, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch in die... ins Hotel. Und dann machen wir Haya, Freunde. Auch wenn der Daniel meint, da geht noch was. ich bin relativ kaputt, Freunde. Ich habe heute voll wenig geschlafen, auch wegen der ganzen Sache gestern. Ja, und es gibt noch mega viel zu sehen, aber ich habe gestern echt wenig gepennt, auch wegen der ganzen Sache mit World of Warcraft und Red Dead Redemption und dann so, wie ich das jetzt mache in Zukunft.
Das hat mich alles schon sehr beschäftigt und auch ein bisschen mitgenommen, weil ich irgendwie auch gedacht habe, jetzt enttäusche ich alle, aber das ist ja zum Glück wohl scheinbar nicht so. Ja, weil ich werde auf jeden Fall, bis Shadowlands raus ist, eine WoW-Pause machen. Das ist mal 100% sicher. Und dazu werde ich aber noch ein kleines Video machen oder nee, ein kleines, vielleicht ein Facebook-Post oder irgendwie was schreiben. Und deswegen, ich habe aber die ganze Nacht rumgehört darüber. Und wie gesagt, die Diät, die macht mich auch ein bisschen kirre. So, deswegen ist es jetzt auch eine gute Zeit. 3 Stunden ungefähr, fast 3 Stunden. Das ist eigentlich eine schöne Zeit. So, Freunde, jetzt machen wir, ich glaube, ich möchte aber noch hochfahren in den Stock, damit du dir wieder alles ansehen kannst, genau. Du meinst, du bist du ein Alpha- oder Beta-Zugang, hast du nicht voran? Genau, aber das kann sicherlich noch dauern mit dem Alpha- oder Beta-Zugang. Kann auch sein, dass ich morgen irgendwie eine E-Mail von Blizzard habe und mir das dann Strich durch die Rechnung macht. Ich lass uns mal in den 5. Stock fahren. Ich glaube, der ist ganz schön. Warte mal, ich suche den mal aus. Floor 5. So. Ist doch schön, wie das hier dargestellt wird jetzt. 5. Floor. Ja, finde ich auch. Während der dahin fährt. Bewegt sich das? Nee, gell? Nee. Ja, aber geil. Sehr schön. So. Wo gucken wir raus? In welche Richtung? Das ist alles der Hammer. Das ist alles der Hammer. Da hinten ist der Weltraumhafen. Und da geradeaus geht die... Und mal rein theoretisch, es gibt hier keine Landing Zone. Du kannst überall hinfahren, quasi, auf Deutsch gesagt. Ja? Das werden wir uns noch alles reinziehen in den nächsten Streams, mein Freund. Also diese New Babbage ist komplett befliegbar hier. Ja? Kannst du überall hier mit dem Flieger rumfliegen? Also könnte ich jetzt hier meine Gladius spawnen und könnte hier durch die Stadt fliegen, oder was? Ja, theoretisch ja. So wie ich das gehört hatte, ja. Okay. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Dann nehme ich aber nicht die Conny als riesiges Schiff, sondern dann nehme ich irgendeinen Fighter, irgendwas Kleines, Wendiges, damit wir hier, weil wenn wir da hinten starten, dann können wir hier die Stadt im Prinzip unsicher machen. Ich kann jetzt am Chat schreien, falls ich mich irre. Wenn noch jemand da ist, der das beantworten kann. So, Freunde, aber jetzt machen wir ein kleines Päuschen für heute. Und dann muss ich mir noch überlegen, welche Videos ich hochlade. Feiger meint, man kann überall hin. Das ist ja geil. Also dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug Material für Star Citizen. Bleib mal ein bisschen stehen, Micha, damit wir ein schönes Endbild haben. Warte mal, ich stelle mich mal hier so neben dich. Siehst du die kleinen Lichter nochmal fix? Das sind die Züge. Sollen das zumindest sein. Ja, das sind die Züge. Das da unten ist ja im Prinzip, das sind ja die Schienen quasi. Nice. Ja, das ist so. Und da hinten ist ja der Hafen oder der Raumhafen. Und da sind wir rausgefahren, da ungefähr, wo ich gerade gezeigt habe. Das ist schon extrem geil. Sehr, sehr, sehr cool, Freunde. So. In diesem Sinne, jetzt mache ich einen schwedischen Abgang, Freunde. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen wunderschönen Sonntag. Das war ein schöner Stream. Und ich muss aber das auch noch ein bisschen sacken lassen von gestern. Weil, wie gesagt, aber das hat ja heute mega Spaß gemacht. Ich glaube, euch hat es auch gefallen. Ich werde mich jetzt nochmal... Nee, kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht in die Liste rein. Ich bedanke mich bei jedem, der jetzt noch da ist und bei jedem, der zugeschaut hat. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Und dann geht es weiter mit dieser extrem geilen Stadt in Star Citizen New Babbage auf dem Planeten Microtech. Und wir werden weiter den Planeten erkunden und vor allem Patch 3.9, denn es gibt hier jede Menge geiles Zeug. Es gibt auch drei neue Monde, die hier um Microtech rumplatziert wurden, die auch nach dem neuesten Planetenmodell
konzipiert sind und die den höchsten Ansprüchen entsprechen. Wir haben richtig geiles Zeug. Dann haben wir ja gestern angefangen mit dem Projekt Singleplayer Red Dead Redemption 2. Das läuft auch weiter. Und zum Rest werde ich auch noch eine Kleinigkeit sagen. So, Freunde, gute Nacht. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Michael. Vielen Dank, Feiger. Vielen Dank an Ghost Rider, der war auch da. Vielen Dank an Marcel. Vielen Dank an Sob8. Vielen Dank an Loxia585, das ist der liebe Daniel. Ich lese jetzt einfach mal hier die Namen noch vor, die ich im Chat lesen kann. Vielen Dank natürlich auch an den lieben Lars, das ist der Xefir. Vielen Dank an Taromir. Sorry, dass ich warte. Nee, ich mache es. Warte, Moment. Ich gehe in die... Deinen Namen habe ich auf jeden Fall safe, mein Freund. Deinen Namen habe ich ganz sicher. Da schaue ich rein in die Excel-Tabelle. Jetzt habe ich wieder eine rote Birne wahrscheinlich. Taromir, das ist der Sebastian. Einer von unseren Sebastians. Vielen Dank, Sebastian, dass du da warst. Schreibt alle nochmal. Jeder, der von mir gegrüßt werden möchte, schickt mir nochmal ein Herz in den Chat, weil ich kann hier nicht den Chat hoch scrollen, weil ich mit der Maus hier im Fenster drin bin. Sebastian, gute Nacht. Lars, gute Nacht. Feiger, gute Nacht. Micha, gute Nacht. Daniel, gute Nacht. Jeder, der jetzt noch namentlich genannt werden möchte, ein kleines Herzchen. Ansonsten schlaft gut und wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich. Ich bin wieder ein bisschen reingekommen jetzt nach den 6 Wochen Zwangspause. Aber wie gesagt, ich mache mir das Leben natürlich auch nicht leichter mit der Diät und so. Aber es läuft. Ja, nächste Woche müsste ich theoretisch hochgerechnet Minimum 5 Kilo leichter sein. Sagen wir mal 3. 3 Kilo weniger, aber 5, vielleicht bin ich sogar 5 Kilo leichter. Und dann seht ihr einen noch dünneren und noch schöneren Urinator. Vielleicht schaffe ich es noch, zum Friseur zu gehen, weil ich war jetzt auch schon 7-8 Wochen nicht mehr beim Friseur. Deswegen heute die Mütze, Freunde. Gestern sah ich ja ganz gut aus, aber da waren die Haare frisch gewaschen. Aber wir müssen wirklich... es gibt viel zu tun nach den 7 Wochen. Und es ist noch lang nicht raus, ob das da draußen nicht noch gefährlicher ist. Aber dafür gibt es ja Spiele wie dieses, damit wir, wie der Daniel eben gesagt hat, uns darin verlieren können. Dafür sind diese Spiele einfach gemacht und Star Citizen ist perfekt dafür. So, Micha meint, wahre Schönheit entstellt nichts und die kommt immer von innen. Das stimmt, aber man sollte auch ein wenig auf sich achten. Ich persönlich mag das sogar, wenn die Haare so ein bisschen zotteln. Das gefällt mir. Aber ja, das mit dem Gewicht ist wirklich, vielleicht lasse ich die Haare auch so, vielleicht lasse ich sie ein bisschen wuchern, aber mal schauen. So, Freunde, gute Nacht und schlaft gut und wir sehen uns nächsten Freitag, nächsten Samstag wieder und dazwischen gibt es jede Menge YouTube-Videos. Es gibt alleine 2 Red Dead-Videos von gestern, dann gibt es ein WoW-Video, da bin ich mal noch nicht sicher, ob ich es rausbringe oder nicht, weil es war einfach zu frustrierend und dann bringe ich ein dieses Video, also es gibt auf jeden Fall in der Woche 3 Videos auf YouTube, deswegen schaut auch da vorbei, Freunde. Also bis dann, gute Nacht und schlaft gut, bis dann. Es hat Spaß gemacht, ich habe euch lieb gedacht, bis dann, tschüss.